wählen Sie die 09 für. Herzlich willkommen, sehr Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Podcast UFO. Wir sind das Podcast UFO mit Flo und Tino und Stefan. Podcast Fun und Puffo Spaß. Wir haben Comedy. Eben abfliegen einmal um die Welt der Orbit der Fun-Gesellschaft. Comedy. Wir lachen ab. Wir lachen über alles, auch über dich. Wir sind das Podcast UFO, yeah. Oh, willkommen, Podcast UFO. Wir packen unsere sieben Sachen hin. Sorry. Und ich sag, Podcast UFO. Den Lachern hinterher, ey, oh, was geht? Den Lachern hinterher, ey, oh, was geht? Und ich sag, hey, Leute, herzlich willkommen zu Folge 1 nach Sommer, geil. Geil, wie das Lied kein Hehl darum macht, keinen Songtext zu haben, sondern die ganze, einfach so 10 Minuten Sommer, Sonnenschein, einfach so durchzieht, so penetrant. Aber es geht ins Ohr. Recht dumm bin. Und die Moral soll so ein bisschen sein, dass Rassismus im Endeffekt ist es eigentlich, dass Vorurteile tatsächlich wahr sind. Und dass der Frosch wirklich verdammt gut daran getan hätte, wenn er den Skorpion einfach auf der anderen Flussseite zurückgelassen hätte. Im Grunde ist das die Botschaft. Ist es immer so einfach? Ja. Ist ein bisschen Ockhams Rasiermesser. Ich schmeiße heute mit solchen Sachen um mich. Die einfachste Erklärung ist immer die richtige. Genau wie bei diesen Lehren vom Struwwelpeter, dieses im Internet auch sehr gefeierte deutsche Phänomen von Lehren. Also es ist sehr einfach. Der Suppenkasper, der halt seine Suppe nicht aufisst, immer dünner wird und im Endeffekt so dünn ist, dass er stirbt. Ja. Dann der Daumenlutscher, dem nur der Daumen abgeschnitten wird, weil der böse Mann mit der Schere kommt, der nichts Besseres zu tun hat als Daumenlutschern. Was auch eine fragwürdige Moral ist, ne? Weil es wäre die. Was vor allem eine fragwürdige Weil Figur es ja ist. Eigentlich keine Moral ist. Moral wäre ja, es gibt gewisse Gründe, warum du das nicht tun sollst. Zähne werden schief. Aber der Scherenmann ist ja genau die falsche Richtung, weil es ist ja sozusagen, es ist ja so wie eine Gott. Dadurch hast du ja gerade keine Moral, weil du so eine Art Gottfigur hast, die dann interveniert und sagt, ich schneide den Daumen ab. Das heißt eigentlich genau das Gegenteil von der Moral. Vor allem, es heißt ja auch eigentlich, dass du entweder. Du kannst 2 Sachen in deinem Leben machen. Du solltest dich an 2 Dinge halten. Entweder Suppe essen. Suppe essen, okay. Ja. Suppe essen, niemals Daumen lutschen und ein normales Leben führen. Oder so ein cooler Scherenmann werden, der Leuten die Daumen abschneidet. Ja, genau. Eigentlich, das ist immer schwer, wenn man in der Story den Protagonisten nicht ganz klar macht. Sondern sagt so, ja geil, ein cooler Scherenmann. Ich will Berufswunsch Scherenmann. Ich bin ein cooler Scherenmann. Und ich will auch der Typ sein, Jeff, was machst du da? Du kannst deinem Bruder nicht den Daumen abschneiden. Doch, ich bin der Scherenmann. Aber er hat einen Daumen gelutscht. Schwierig. Ich habe die Geschichte sehr wörtlich genommen. Aber das war eigentlich ein cooler Abend. Also es war eigentlich einfach ein cooles Ereignis so. Also kann man echt mal häufiger machen. Ich wurde auch erkannt von einem aus dem Publikum. Das war sorry für den Moment, den ich ein bisschen verkackt habe, weil ich hatte Eis in der einen Hand und mein Portemonnaie in der anderen Hand und dann wolltest du mir die Hand geben und sprechen, gleichzeitig zu sagen, Entschuldigung, ich kann gerade noch nicht sprechen, weil ich meine Hände voll habe und die muss ich erstmal leeren. Dann war das Portemonnaie bei einer falschen Hand. Führte dann zu dem Moment, dass du dachtest, dass ich nicht mit dir sprechen will. Hast du gefragt, störe ich gerade? Ich habe gesagt, nein, Entschuldigung kurz und dann hat es noch 15 Minuten gedauert, bis ich mein Portemonnaie verstaut habe und die Hand geben konnte. Tut mir leid. Aber falls ihr mich ansprecht und das Gefühl, was ein arrogantes Arschloch, dann denkt vielleicht erstmal an diesen Moment, dass ich vielleicht den Moment einfach auch selber verkackt habe gerade. Ja, das ist so merkwürdig, wenn Leute dann plötzlich so nervös sind, wenn sie einem persönlich begegnen und dann so, das ist doch der Typ, der immer erzählt, was er für ein absoluter Versager ist. Wow, krass, ich bin aufgeregt, den zu treffen. So, obwohl man ja eigentlich dafür gehört wird, was man für ein Versager ist, was dann immer so merkwürdig ist. Vor allem, wir sind verletzbar für euch. Also ihr könnt auch einfach mit absolut. Ihr wisst alles über uns, alle unsere Schwachstellen. Ey, ihr seid uns persönlich 1:1 immer überlegen, sowohl sozial als auch körperlich, als auch coolnessmäßig in der echten Welt. Seid ihr uns das war auch so mal, dass ich so gewartet habe am Zug und Leute sind so rausgekommen aus dem Zug und man hat jemand ist so wirklich komplett gelangweilt und ist dann so die Stufen runter und hat sozusagen im letzten Sprung hat er mich gesehen, erkannt und wirklich in kürzes Eile eine Entscheidung getroffen und ist direkt auf mich zugesprungen und hat mich umarmt. Obwohl am Anfang der Bewegung er noch nicht mal bewusst wusste, dass ich da bin, und musste einfach reagieren und hat mich umarmt und ich so, Jesus, einfach so. Und dann so, ey, geil, Flutine, cool, Beefträger. Und ich so, ja, okay, cool. Aber so, man hat gemerkt, so, der musste jetzt was machen, weil du kannst ja nicht vorbeigehen und dann nochmal so, ihm glaube ich aber ja du bist doch ein Knuddeltyp, ne? Na, du stehst darauf, liebst es doch. Ich meine, du bist ein Knuddler, kommst auch immer im Laufe des Tages immer an. Das ist ich glaube, ich werde lieber umarmt, als so dieses kumpelhafte auf die Schulter hauen. Das ist, glaube ich, das, also ich glaube, das ist nie erniedrigend. Ja, ich glaube, ich lasse mir lieber in den Schritt greifen, als so dieses, Flo, du, und so dieses, Alter, ich kenne dich nicht so. Das ist viel intimer. Fast. Auch diese große Pranke, die den immer so runterdrückt. Aber das kann mir nicht passieren, weil ich meistens größer bin. Die meisten Leute kommen mit ihrem Arm nicht auf meine Schulter. Das ist gut, ja. Und du bist aber ja auch körperlich einschüchternd. Ja, die Person war sehr nervös. Das hat mich auch nervös gemacht, weil das so eine gegenseitig hat man sich so hochgeschaukelt. Das war so sehr, ihr müsst doch nicht nervös sein. Nein, ihr könnt immer gerne ansprechen. Natürlich. Ja, besonders Flo und die mit einer Umarmung. So, und auf der anderen Seite denke ich mir, wir sind ähnlich sozialisiert, haben ein ähnliches Leben, natürlich stimmen wir uns manchmal zu. Ja. Auf der anderen Seite stellen wir aber auch nicht unsere Theorien als die super Sachen dar. Nee. Ich würde sagen, das ist im Gegenteil. Das ist ein räudiger Podcast einfach so. Das ist hier wirklich untere Mittelklasse. Lumpen-Podcast. Ja. Ihr müsst euch auch nicht, ihr müsst euch auch nicht immer so schick machen. Zieht euch mal eine Jogginghose an oder irgendwie mal so einen schönen Schlabberpulli oder einfach mal so einen Bademantel. Geht's denn nicht auch so, dass du am liebsten im Bademantel leben würdest? Boah, ich hatte lange Zeit einen Bademantel. Ich hatte lange Zeit einen Bademantel und der war richtig groß und es gab nichts Cooleres, als Treppen runterzulaufen mit diesem wehenden Bademantel. Ja. Splitternackt in dem wehenden Bademantel. Mit so einem Cognac-Schwenker in der Hand. Ja, oder ich hatte dann, halt immer so eine Schüssel Cornflakes. Weißt du, was mein Leben beschreiben soll mal irgendwann? Ich will folgenden Satz hören. Nein, Herr Tietze ist gerade im Westflügel. Ja. Und dann muss man in den Westflügel gehen, der im Osten ist, weil ich ein Rebell bin. Ja. Und dann komm ich mit so einem aus einer großen Wendeltreppe mit so einem Bademantel und so einem Cognac-Schwenker. Ach, hallo Wilhelm Dreher. Ja. Und dann begrüße ich die Leute mit so einem ausfallenden Geste. Ja. Ich hätte gern sowas wie, Herr Will spricht Sie zuerst an. Sowas in der... Herr Will auf Spanisch angesprochen werden. Er möchte als Senior angesprochen werden. Gucken Sie ihm nicht in die Augen und sprechen Sie ihm nicht auf seine Nase an. Und auf gar keinen Fall bewerten Sie seinen Bademantel. Positiv oder negativ. Sagen Sie einfach nichts dazu. Wie geht's dir eigentlich, wenn du bei Google was eingibst und dann kommt unten dieses, hier, die restlichen Ergebnisse verstecken wir aus datenschutzrechtlichen und jugendschutzrechtlichen Gründen. Wollen wir die jetzt nicht anzeigen. Wenn da dieser kursive Text kommt, wie fühlst du dich da? Wie ein Creep? Wie jemand, der es richtig gemacht hat, der offensichtlich mal die richtigen Fragen gestellt hat. Ja, das Problem ist, es kommt eigentlich fast nur dann vor, wenn ich nach meinem eigenen Namen google. Und dann fragt man sich schon so ein bisschen, okay, was sind das für Links? Und da ist dann oft meine eigene Fanfiction, die ich geschrieben habe zu... Oder eine Kinderpornografie zu Winnie Pooh und sowas in der Richtung. Ja, sowas. Warum hat man eigentlich nicht in der Schule früher seine Spicker nur auf die Rückseite von Kinderpornos geschrieben? Weil das nimmt einen der Lehrer garantiert nicht ab. Warum hat man als Kind vor allem nicht Kinderpornos aufgenommen und kann die später für teuer Geld verkaufen? Jetzt kann ich es nicht mehr. Einfach direkt verkaufen. Ja. Jetzt kann ich es nicht mehr. Das stimmt. Das ist eigentlich ein klassischer Angebot-Nachfrage-Ding. Es ist ein klassischer Angebot-Nachfrage-Fehler. Ja. Also, ein Tipp an die Kids da draußen. Falls ihr Bock habt, ordentlich Geld zu verdienen, dann ich wollte jetzt aus strafrechtlichen Gründen den Satz nicht selber beenden, sondern es nicht machen lassen. Weil, wenn jeder nur die Hälfte eines Verbrechens begeht, ich sage, Kinder, ihr sollt, und du sagst, Kinderpornos machen, dann ist niemand von uns strafbar. Ich glaube nicht die Hälfte. Doch, klar, natürlich es funktioniert. Ich glaube, es ist der die Hälfte zu Ende bringt. Wenn ich jetzt jemanden halb umbringe und du bringst ihn dann letztendlich um, diesen Menschen, ich glaube nicht, dass ich dann derjenige bin, der belangt wird. Aber das kann man ja anders schneiden. Als du. Du kannst es ja noch anders schneiden. Und dann weiß man ja gar nicht, ob es zusammengehört. Okay. Angenommen, du nimmst jetzt irgendwie eine Aufzeichnung von irgendwie Evanescence oder so und schneidest da so einzelne Silben raus, sodass es dann am Ende klingt irgendwie wie, keine Ahnung, Hitler lebt. Dann ist ja auch nicht Evanescence strafbar. Ich glaube auch niemand ist strafbar, weil Hitler lebt. Aber ich glaube, Evanescence ist strafbar, egal was sie sagen. Ich glaube, da ist es eine extra Klausel. Evanescence. Wie bitte? Evanescence. 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 Jetzt hatte ich gerade eine gute Story, aber das hatte ich vergessen, weil du mir so intensiv in die Augen geschaut hast. Man muss auch mal sagen, viele Leute wissen ja nicht so genau, wie Stefan aussieht, aber Stefan hat sehr eindringliche Augen. Stefan hat wirklich Augen, die schauen einem wirklich in die Seele hinein. Die schauen einem durch. Ja, die schauen durch. Und Stefan hat in seinen Augen so einen gewissen Funken, den man ganz schwer beschreiben kann. Es ist so eine Mischung aus Verzweiflung, Depression und Angst. Das hat so was ganz Flatterhaftes, wie so eine Flamme, die kurz vorm Ersticken ist. Das hat so ein bisschen die Natur von Stefans Augen. Ja, Florentins Augen sind sehr milchig, so glasig so leicht, immer so ein bisschen daneben einfach, gucken auch nie dich direkt an, sondern immer so durch. Das sind so Florentins Augen, sehr müde, also sehr kleine Augen. Ganz kurz, eure Schama-Frisuren. Eure Intimfrisuren. Leicht getrimmt, aber natürlich. Ziegenbart. Leicht getrimmt, aber natürlich. Am Wochenende aalglatt. Alles klar. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Danke, dass ihr da wart. Ciao. Mensch, tolles Gespräch. Gucken, das macht keinen Sinn. Haben wir eigentlich schon mal über Real-Life-Quidditch gesprochen? Ja. Nee, haben wir noch nicht. Aber es ist so geil. Unglaublich. Es ist so gut. Es läuft ein großer, das klingt alles wie ausgedacht, aber das gibt's wirklich. Es läuft ein großer, als Schnatz verkleideter Mensch rum, der Schnatz ist. Nee, der ist nicht der Schnatz, der hat den Schnatz. Ja, und zwar so hinten an seinem Gürtel, hinten hat er so einen Schnatz hängen. Das heißt, erwachsene Menschen rennen hinter diesem Typen her und versuchen ihm praktisch an den Arsch zu greifen. Der Traum eines Pädophilen, eine Quidditch-Mannschaft aufzumachen. Und Abtaster am Flughafen. Das glaube ich, richtig. Ja. Das ist krass. Ich habe da auch einen alten Mann in Manchester erwischt, der hat mir aber ordentlich dahin gelangt. Mhm. Das war ganz schön unangenehm. Da dachte ich auch kurz danach, wurde ich jetzt vergewaltigt? Aber hat er auch davor extra seine Handschuhe ausgezogen? Ja. Yeah. Dass er sich so komplett abtastet und dann dafür die Handschuhe auszieht Hose, und dann... Er hat Seife in die Hand gemacht, seine Hose runtergezogen und dann eine Handschuhe ausgezogen und mir einen Schritt gefasst. Massiv. Aber war schön. So nah kam ich einem Menschen noch nie. Habt ihr noch Kontakt eigentlich? Ja, wir haben eine Nummer ausgetauscht. Schön. Also... Quidditch ist wirklich. Und dann hat er hinten so einen Schweif, glaube ich, den man fangen muss. Ja. Schaut euch das mal an. Irgendwie gebt mal bei YouTube ein Real-Life-Quidditch-Match und das ist unglaublich lächerlich. Ich hatte exakt die Situation, als ich mal wieder, das ist ungelogen, zum 8. Mal mit PayPal telefoniert habe. Und dann plötzlich... Man kennt sich mittlerweile. Plötzlich, dann, am unangenehmsten ist immer, wenn ich unsere E-Mail-Adresse zentrale@podcast-ufo.fail durchgeben muss. Was immer zum großen... Bitte was? Wiederholen Sie das mal? Nein, Sie haben mich schon verstanden. Sie akzeptieren das noch nicht als legitimate E-Mail-Adresse. Und dann hat er ganz am Ende... bevor er mich dann zur Rechtsabteilung irgendwo in den 18. Stock durchgestellt hat, hat er dann die Frage gestellt, was ist eigentlich für ein Podcast? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen Comedy und so. Warum muss er das sagen? Er meinte, das ist aus privatem Interesse. Was ist denn das für ein Podcast? Ja, Comedy. Dann waren so 10 Minuten still und dann, ich stelle sie durch. Und dann war vorbei. Dann war das Gespräch vorbei. Aber so, als ob er noch ein Gespräch anfangen wollte, dann enttäuscht wurde und mich dann doch wo du das Gefühl hast, bei jeder anderen Antwort wäre das Gespräch weitergegangen. Nur das, was du konkret gesagt hast, hat es einfach so Comedy. Mhm. Ich stelle sie durch. Tut mir leid, dass mein Leben nicht beeindruckend genug ist für Sie, Herr IT-Support an der Hotline bei Telekom. Ich glaube... Die Sachen, die dir als erstes einfallen, so die ersten Namen, die du benutzt, die ersten Städte, die dir einfallen, wenn du improvisierst. Ich glaube, improvisieren sagt am meisten über dich aus. Also assoziieren, ja. Assoziieren, genau. Also schnelles Improvisieren, Assoziieren von Dingen. Ja, gibt's ja auch, also psychoanalytische Möglichkeiten, einfach, dass dir gewisse sagen, Jung hat das gemacht, dass du so Sachen sagst und dann musst du sagen, so Mutter. Und dann, also kann man sich zum Beispiel in dem Film Dangerous Method anschauen mit Keira Knightley, wo die das machen und wo Knightley dann auch einmal ich glaube der Puls oder so gemessen wird und dann die Zeit, wie lange jemand braucht, um zu antworten. Ob das Humbug ist, weiß ich nicht. Bist du bereit? Ich muss die Assoziation sagen. Ja. Mal gucken, schreibt mal in die Kommentare, was aber ihr glaubt, was es über Florentin aussagt. Ich bin jetzt aber nicht ehrlich, weil jetzt sage ich irgendwas Lustiges, weil ich denke, ich muss ganz lustig sein. Nein, du musst ja schnell sein, so schnell fallen ja keine lustigen Dinge ein. Ich sage jetzt Waffeleimer, egal was du sagst. Okay, gut, dann abstrahiert das, dass es lustig gemeint ist, gut. Aber... Okay, denkt euch bei jedem Begriff eine lustige Antwort, lacht laut und dann kommt die richtige, okay. Und denkt euch trotzdem mal, bei ihm ist die Ironie weg. Und okay. Ja, okay. Boah, das ist schwer. Buch. Lesen. Ich bin ein Genie. In deinem Innern bist du ein unkreatives Arschloch. Gut. Feuerlöscher. Feuer löschen. Okay, in deinem Innern bist du ein Mensch, den ich nicht kennenlernen will. Mit dem will ich auch kein Gespräch mehr führen. Er ist so, wow. Was hat dein Inneres heute beigetragen? Der Therapeut verlässt das Zimmer. Ey, ohne Scheiß, du bist so langweilig. Fuck you. Es geht weiter. Okay. Beruhig dich ein bisschen. Land. Stadt. Fluss. Flüsschen. Nuss. Nüsschen. Bus. Busen. Okay. Wir brechen an der Stelle ab. Satzzeichen. Komma. Fragewort. Warum? Wessen? Dessen? Hobby. Hobbit. Charaktereigenschaft. Schwierig. Tod. Leben. Liebe. Hass. Sex. Cool. So, das war das Interview mit dem 12-jährigen Florentin. Vielen Dank für die Antworten. Wir können mal gucken. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was das jetzt aussagt. Ja, ich will eure vollständige Analyse. Cool. Aber du bist mit dem rein. Puh, ja, das kann jetzt eine Menge aussagen. Cool. Ja, cool. Wow, Sex Machine, Florentin. Ich fand den Nüsschen-Moment auch. Oh, Nüsschen. Schon nicht so schlecht. Wow. Okay. Okay. Wollen wir es andersrum machen? Okay. Ich bin ehrlich, ich habe da keine Geheimnisse. Ich hau einfach drauf. Mhm. Glück. Ziel. Leben. Tod. Tarkan Baji. Fein. Das Ding ist, ich hätte primär nach einem Wort mit F gesucht, weil ich schon angefangen habe. Russland. Krieg. Burg. Ritter. Einsamkeit. Okay. Zur Kenntnis genommen. Das Wort, ich habe das Wort zur Kenntnis. Sex, cool. Einsamkeit, okay. Das Podcast. Der Test ergibt, dass wir einfach keine Persönlichkeit haben. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Geht's weiter? Ja. Teller. Waschen. Mutter. Vater. Penis. Vagina. Vagina. Penis. Feuerlöscher. Feuer. Florentin. Freund. Oh! Naja, wie viel ist da jetzt Ehrlichkeit dran? So, wenn du gegenüber von mir sitzt. Dankeschön. Oh. Sie sind damit geheilt. Sie sind damit offensichtlich krank. Schwer krank. Ich glaube, das ist doch. Man kann sich auch schnell Dinge überlegen, so. Das ist auch Quatsch. Also, die müsste man so nach einer gewissen Sekundenzeit einfach auch abbrechen. Ja, aber deswegen hat Jung ja auch die Reaktionszeit gemessen. Und wenn du halt länger als halbe Sekunde nachdenkst, ist eh egal, was du danach sagst. Oder wahrscheinlich. Vielleicht ist auch ein Problem. Also, vielleicht sind dann die spannenden Wörter, wo du nichts direkt zu sagst. Ja, natürlich, ja. Ja, gut. Natürlich, sagt er. Als wäre das ein bekanntes Problem für ihn. Mal kurz die Frage, sind denn eigentlich die Hoden proportional zum Penis? Also hat jemand, der einen großen Penis hat, auch gleichzeitig große Hoden? Oder ist das sehr da fehlt mir die Datengrundlage. Oder wie ist da das Verhältnis? Mir fehlen da die Referenzen. Ich glaube, aber die Hodenlänge oder Tiefe, die wächst mit dem Alter auch. Im Gegensatz zum Penis, das wäre ja von Vorteil. Aber wenn man Filme guckt im Internet, dann fällt einem manchmal auf, dass es Sachen gibt, dass dann Sachen die Bälle größer als der Knödel und die aber es ist schon nochmal, also der Hodensack ist ja, also ist ein Phänomen, weil du hast ja auch, also du hast ja dann auch verschieden tief hängende Hoden. Mhm. Auch mit dem Grund, weil, also erstmal ist das Gebilde ja mindblowing, weil die Hoden dürfen nicht so warm werden, deswegen hat der Körper das outgesourced, mega clever. Woher weiß der Körper eigentlich nicht, dass es außerhalb des Körpers wärmer ist als drin? Das ist doch ein Rassismus. Die Afrikaner sagen ja, Leute. Das ist Evolution, nicht Rassismus. Außen, oh, wo ist der Unterschied? Da muss die Evolution. Jetzt kommst du erstmal. O.J. Simpson. Ja, was ist mit O.J. Simpson? Wenn der Hodensack passt. Das ist Evolution. Okay. Danke. Okay, du meinst, wenn er größere Hände gehabt hätte, dann hätte er das nicht gemacht. Oder? Was kommt jetzt? Ich weiß auch nicht. Wochenlang nur die Hände in die Sauna gegangen, bevor der Handschuh angezogen werden musste. Und warum? Nicht. Und dann plötzlich, und dann kriselt er sich so ein manchmal. Da habe ich nicht genau verstanden, wann das der Hoden, Fall ist. Nicht O.J. Simpson. Ich wollte noch die Brücke. Ich meine schon, ich bin schon immer noch bei O.J. Simpson. Gut. Aber nee, der Hoden, der kriselt sich so ein, wenn es kalt ist. Mhm. Oder? Und wann noch? Auch bei so eine ganz lustige Struktur. Wie alte Männer. Aber tatsächlich, ich habe mal mit der Rezeptionistin eines Urologen telefoniert und die hat den Satz gesagt, der Hoden ist immer der Erste, der es mitkriegt. Egal was passiert heißt in deinem Körper. Heißt ein Arzt bei den Hoden? Oder? Nein, okay. Egal was passiert, also wenn du irgendwie mit dem Kopf irgendwo anschlägst, zuckt dein Hoden. Immer. Ja, egal was passiert, der Hoden ist immer der Erste, der reagiert. Weil der irgendwie so zentral im Nervenzentrum liegt oder irgendwie sowas. Der weil muss der so immer krass, beschützt werden. Weil der einfach das reflexartig sich einzieht und sagt, scheiße, jetzt kommen die Pfeile des Gegners, die dürfen meinen Hoden nicht treffen. Also der neue Sinnspruch, solange der Hoden nicht zuckt, ist alles okay. Warum hast du beim Urologen angerufen? Um genau diese Frage zu klären. Nur deswegen. Aber ich habe mit der Rezeptionistin des Urologen gesprochen. Du, Florentin, was ist bei dir in der Woche? Du bist ein Weihnachtsmensch, oder? Du bist ja jemand, der Weihnachten lebt. Du hast bestimmt auch für 5 Leute mindestens schon deine Geschenke zusammen. Hast du auch schon verpackt? Du bist ein Verpacker, ne? Ein Verpacker. Ich habe mir heute mal überlegt, dieses Jahr, glaube ich, bestelle ich meine gesamten Geschenke. Ein Satz, der vor 15 Jahren vielleicht angemessen wäre, heute vollkommen normal ist. Und zwar bestelle ich alle meine Geschenke im gleichen Shop. Und zwar bei spreadshirt.de/das Podcast UFO. Shop.spreadshirt.de/Podcast. Und da bestelle ich mir ganz viele tolle T-Shirts und Tassen und Becher und was auch immer. Ich stelle mir gerade vor, wie in einem Paralleluniversum, wir in noch dümmer da sitzen und gerade die Internetadresse sweatshirts.de anpreisen. Oder wie wir in einem Paralleluniversum in kleine Plüschbären reden und uns Mikrofone aus dem Shop bestellen oder sowas. Oder in einem anderen Paralleluniversum, was ich für den persönlich viel cooler finde, wo 2 Weihnachtselche da sitzen, den Podcast moderieren und Menschen anmoderieren, die man bestellen kann jetzt auf der neuen Seite. Ja, oder 2 Stühle auf Menschen sitzen, die den Podcast moderieren. Ja, Kinder, uns gehen die Ideen so schnell nicht aus. Freut euch auf ein erfolgreiches Jahr 2016. Das wird richtig geil. Nochmal richtig los. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Das wird richtig toll. Aber das ist wirklich so ein, was ist der beschissenste Gegenstand der Weltgeschichte? Und da kam bestimmt auch Daumenkino mal. Wirklich, was ist das? Das ist die Frage auch, die wir uns mit dem Podcast UFO-Shop eigentlich immer stellen. Was ist das schäbigste Produkt, das immer noch gekauft wird? Ich glaube, unfreiwillig unser T-Shirt ist schon sehr nah dran. Ja. Ey, oder die Warnweste. Nochmal Shoutout an, stimmt, wir haben eine Warnweste. Aber Shoutout an, das finde ich auch nicht schlecht, so ein Unfall, ich nehme mal vor, so ein kleiner Familienvan ist auf dem Weg nach Holland, der Papa hat die Luftmatratze eingebaut und dann, oh nein, der LKW drängt sich von der Autobahn ab, ein grausamer Unfall, oh nein, schnell das Warndreieck draufstellen, schnell die Warnwesten anziehen, die Mutter hat blutigen Oberkörper, werft sie doch schnell über, alle haben diese Podcast-UFO Warnweste an, obwohl sie leider vom Verkehr und dann werden sie leider vom Verkehr erfasst und dann will ich in den Nachrichten groß eine verbrannte, verkohlte Leiche sehen, die eine Podcast-UFO-Warnweste angewickelt. Geil finde ich den Podcast-UFO-Defibrillator, finde ich gut. Dann, was so Comedy einfach unangebracht ist. Oder dieses, wenn Leute einen anaphylaktischen Schock haben, so einen Allergieschock, einfach dann diese Spritze, dass einfach das Podcast-UFO draufsteht. Einfach so Todesqualen. Oder so ein Inhalator, wenn Leute so einen Asthmaanfall haben. Das finde ich geiles Merchandise. So, wo Comedy am unangebrachtesten ist. Das ist eigentlich nicht schlecht, so, da kann man echt drüber nachdenken. Oder einfach so eine Bohrmaschine oder irgendwie sowas. Das sind einfach total schlechte Qualität. Wir müssen echt nochmal arbeiten. Shoutout an Donny O'Sullivan, der hat heute mit Netflix gesprochen und hatte das Podcast-UFO-Shirt an. Vielen, vielen Dank, mega coole Aktion. Leider ist es einfach wahnsinnig hässlich und man erkennt auf keinem Screenshot, den irgendwer uns geschickt hat, dass es das Podcast-UFO-Shirt ist, wenn man nicht weiß, dass es das Podcast-UFO-Shirt ist. Aber das ist ja auch der Sinn der Sache, dass sich die Podcast-UFO-Gemeinschaft geheim erkennen kann. Wir haben ja auch mal dieses Daumenzeichen eingeführt. Unser Marketingchef ist gerade neben uns, hat sich hier erhangen. Ja, das stimmt. Wir haben auch dieses Daumenzeichen eingeführt, dass man die beiden Daumen der beiden Hände ruckartig aneinander führt. Das ist der Podcast-UFO-Erkennungsgruß. Wird leider nicht so gut umgesetzt. Wir haben tatsächlich mal versucht, wir sind ja mittlerweile starke Running-Gag-Verächter, sage ich mal, und im ewigen Kampf gegen den Running-Gag. Wir haben aber mal tatsächlich versucht, einen Running-Gag zu etablieren im Podcast-UFO. Ich finde es mega interessant, was jetzt die Zuschauer denken, was der Running-Gag ist, den wir versucht haben zu etablieren. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt, Stefan. Ich höre zu. Der Begriff Smiesma. Stimmt. Wir wollten mal den Begriff, wir wollten so wie Seinfeld, so Yada, Yada, Yada oder irgendwie sowas, was so popkulturell in Anklang gefunden hat. Körbiges pretty good. Sowas in der Richtung wollten wir auch einführen. Und das haben wir versucht mit Smiesma und haben immer versucht in alten Folgen, so ihr könnt es mal anhören, so ich glaube von Folge 4 bis Folge 18 oder so, dann haben wir kläglich einfach damit aufgehört. Haben wir versucht irgendwie Smiesma, Smiesma, so als ne, von wegen so Lirum Larum. Ja, weißt schon, man muss sagen, Lirum Larum trifft den Nagel schon ganz gut. Ziemlich perfekt eigentlich. Und Smiesma ist eigentlich nur lose daran angelehnt. Ja. So unkreativ daran angelehnt. Ja, gut, Alter, war schon, das mies mal. So, also das haben wir versucht. Ich werde es auf jeden Fall jetzt mit dem Hammer in euer Bewusstsein einstampfen. Kann man sowas erzählen? Können wir nicht erst die Shirts machen und dann den Insider? Das ist können wir nicht erst mit dem Miesma-Shirt machen? Das war, ich glaube, wir haben sogar noch das Textdokument von unseren ersten T-Shirts. So meine Idee war, so wie Run DMC, so mit diesen roten Streifen oben Miesma zu machen. Vielleicht kann das mal jemand designen da draußen. Ab nächste Woche. Also Run DMC oder Muse, das Muse-Logo ist auch so ähnlich, aber dann da einfach oben Smi und ein Sma. Ja, Smisma. Einfach so der erfolgloseste Running Gag der Geschichte einfach so. Aber drück doch mal irgendwie oben drauf so ganz kleinen Trademark das Podcast-Logo oder so, damit man sich erkennt. Ich glaube, Memes und Running Gags sind unmöglich zu erzwingen. Ich glaube, das geht per Definition nicht so. Da hat das Internet oder die Gesellschaft ihr eigenes Bewusstsein. Wie sich Spitznamen geben. Hast du ja auch schmerzlich festgelegt. Fanta hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Aber mittlerweile schwappt so ein bisschen rüber. Bambucha. Das hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Kombucha oder was meinst du? Bambucha. Trinke Fanta, sei Bambucha. Was war das denn nochmal? Und das ist nämlich genau das Gleiche. Das ist wie sich einen Spitznamen geben oder sich einen Running Gag überlegen. So Marketingkampagnen, die gehen in 80% der Fälle nach hinten los einfach. Mhm. Trinke Fanta, sei Bambucha. Hat keinen Sinn gemacht, sollte weird sein, sollte auch, glaube ich, keinen Sinn machen. Aber das hat sich auch nicht durchgesetzt. Wie sieht's aus mit neuen T-Shirts? Uns wurden neue T-Shirts-Design geschenkt. Mhm. Das interessiert dich überhaupt nicht, ne? Das interessiert den Scheiß. Doch, Smisma habe ich gesehen. Ja, Smisma. Vielen Dank für die ganzen Smisma-Einsendungen. Vielen Dank auch an Leute, die dieses Run-DMC-Logo sehr gut verstanden haben und Smisma in einer Zeile geschrieben haben. Schreibschrift. So. Die Idee von Run DMC ist halt, dass es zwei Zeilen sind. Einmal Run und dann DMC. Aber vielen Dank trotzdem an alle. Vielen Dank dafür. Ihr seid einfach die Besten. Hast du einen Tipp für uns? Ich habe als Kind mal einen Strohhalm geraucht, einen Plastikstrohhalm. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz schlecht, glaube ich. Das ist das Schlechteste, was man rauchen kann. Plastikstrohhalm. Das war dann auch so, okay, gut, ich rauche nie wieder. Das war eine gute Lektion, glaube ich. Ich habe Gras gegessen mal. Weil ich mir dachte, Kühe essen Gras, Pferde essen Gras. 50% aller Vorbilder, Tiere. Meine größten Vorbilder essen Gras. 50% aller Tiere, die ich kenne, essen Gras. Weil man kennt ja noch nicht so viele Dinge auf der Welt. Ja, das stimmt. Und man kennt Schweine. Eigentlich alle Tiere, die man so als Kind kennt, reißen Gras. Hm. Und man selber definiert sich ja auch nicht wirklich als Mensch. Pferde und Kühe. Ja, mit mehr kennt man doch nicht als Kind vielleicht dann auch. Und dann hab ich mich einfach auf die Wiese so gekniet und hab dann angefangen, Gras zu essen. Ich habe mir jetzt tatsächlich, wir haben ja Versäumnisse, ne? Und da ist bei mir ein großes Thema natürlich Mode. Also Mode habe ich wahnsinnig viele Versäumnisse gemacht. Und es ist ein Problem, wenn du zu einem gewissen Alter ganz kurz, nicht so ich finde Versäumnis setzt voraus, dass du irgendwann mal die Kurve gekriegt hast. Und ich möchte nicht, dass du bei diesem Thema denkst, dass du die Kurve gekriegt hast. Ich trage gerade Jogginghose und ein Rocket Beans T-Shirt. Das ist gerade mein Ensemble. Nochmal, wie gesagt, wir gucken uns gerade an. Kriegt ihr alles nicht mit? Das alles ist gerade in eurem Kopf. Und er hat ein weißes Rocket Beans T-Shirt an. Hat eine Jogginghose an, eine dunkle. Kann man sagen, so geht man durch. Er trägt keine Schuhe und keine Socken. Ja. Gar nichts. So gar nichts. Okay. Und, das Problematische, sage ich mal, an Lebensentwürfen sind ja immer die harten Brüche. Na, also wenn du von jung auf irgendwie ständig, dann kaufst du dir mal eine etwas coolere Jacke, eine etwas coolere Hose und dann geht es so langfristig rein. Aber wenn du merkst, oh shit, ich bin 24, sitze jetzt hier, weine in mein Müsli und habe einen schlechten Modegeschmack, du hast ja auch nicht das Selbstbewusstsein, ab morgen einfach irgendwie in coolen Klamotten rumzulaufen. Weil dann alle sagen würden, was ist denn da los? Und dann ziehst du auf etwas Aufmerksamkeit, worauf du keine Aufmerksamkeit ziehen möchtest. Weil du kannst jetzt nicht einfach irgendwie... Ja, das dauert mir zu lange. Ich gucken, wie ich aussehe. Wir werden mal kurz. Ich hab auch eine Jogginghose. Oh, die Jogginghose, aber die graue. Oh, die kurze Jogginghose. Ja, und Socken dazu. Okay. Und natürlich ein blaues T-Shirt, wo ich das Motiv nicht kenne. Ich kenne das Motiv. Also das, aber ganz kurz, das heißt, du trägst schon mal doppelt so viele Kleidungsstücke wie ich. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Unterhose anhast? Ja, klar. Die habe ich nicht an. Das heißt, ich habe nur T-Shirt und Jogginghose an. Kannst du mir zeigen vielleicht, dass du keine Unterhose an hast? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Er hat sich wieder hingesetzt. Er hat es nicht gemacht. Das heißt, du bist schon mal doppelt so gut ausgestattet. Du würdest in einem Strip-Poker-Spiel schon mal doppelt so lange durchhalten wie ich. Ich hätte instant verloren. Ich habe auch eine Brille auf. Ich glaube, Brille zählt nicht bei. Weiß ich nicht. Das ist dann wieder klassisch bei Strip-Poker, wo die Mädchen dann anfangen, die Ohrringe rauszunehmen. Wo ich dann sage, fuck it, wir haben Regeln, Melissa. Wir haben Regeln aufgeschrieben. Du kannst nicht dein Gebiss rausnehmen, Melinda. Das geht nicht. Genau. Ist das eine Hüfte? Verdammt nochmal. Du kannst deine Perücke nicht abnehmen, nur weil du eine Chemo hast. Das geht nicht. Das einzige Mädchen mit einem Holzbein geht völlig selbstbewusst in die Strip-Poker-Runde, sagt, okay, Jungs, lasst loslegen. Auf jeden Fall, das geht nicht. Man kann nicht die Ohrringe ausziehen, es funktioniert nicht. Fick dich, Melissa, ohne Witz, fick dich. Mein Hobby ist ja Menschen beobachten. Oder ja, teilweise gehst du ein bisschen anders zu weit. Anders gesagt, was sind die schlimmsten Antworten auf die Frage, was ist dein Hobby? Und ich finde, Menschen beobachten ist so ein Ding, wo man so halb poetisch klingt, so ein bisschen, ich bin total der Menschentyp und ich finde, Menschen machen die schönsten Geschichten, bla bla bla. Aber es ist halt auch sau creepy, ne? Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich beobachte ja total gern Menschen, ne? Ich bin ja so ein Menschenbeobachter. So, aber das finde ich eigentlich... Man hat immer diesen Fernglas-Typ im Kopf, der irgendwie an so einem Fenster den ganzen Tag steht und Leute beobachtet. Das ist echt gruselig. Ja, der Leuten mitten in der Nacht anruft und sagt, euer Fernseher ist noch an. Und dann sagt so, das können sie ja eigentlich gar nicht sehen. So, muss ich da ein bisschen fragen. Sie soll mal bitte umschalten, weil er würde gerne Pro7 gucken. Also, wäre auch mal ganz geil. Genau, ja. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, Hobbys, aber Menschen beobachten, was auch gruselig ist, zum Beispiel was zu sagen wie, ja, ich lerne den menschlichen Körper kennen oder so. Wo man dann immer denkt, ja. Genau, gut, Hobbys der menschliche Körper, ja. Meinen Körper entdecken. Sowas ist vielleicht nicht das Beste. Wer sagt das denn? Niemand hat das gesagt. Nur weil dein Onkel das gesagt hat, muss das nicht so allgemein sehen. Nee, mein Onkel wollte immer meinen Körper kennenlernen. Das war immer... Ui. Ups. Auch mal lachen können. Ne, der ist, als er bei euch vorbeigekommen ist, hatte er mal einen Hasen vorbei, ne? Dann hat er gesagt, du kannst den Hasen anfangen und hat immer so einen Zylinder auf seinen Schoß gesetzt. Komm, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Hier, du darfst den Hasen streicheln, aber der ist immer krank, der spuckt dich vielleicht an. So, ne? Ja. Oh Gott. Und alles, was sie sehen, ist perfekt auf sie zugeschnitten. Du glaubst, dass für Tiere, für Haustiere die Welt perfekt? Also für meine Fische damals war die Welt nicht perfekt. War der Horror. Das war eine grausame Welt, das war die Hölle auf Erden. Ach ja, apropos, wo wir gerade bei Dingen, Lebewesen in der Wohnung sind. Meine Pflanze, ich bin jetzt wieder in meiner Wohnung in Köln und bin jetzt irgendwie seit 3 Wochen mal wieder hier und habe vergessen, meine Pflanzen mitzunehmen. Ich hätte die auch nicht mitgenommen, aber ich daran gedacht hätte, das vergessen sie wegzuschmeißen. Nee, ja, sie ist genau. Einfach, sie ist völlig schwarz und eingegangen. Die letzte fleischfressende Pflanze hier. Es ist sehr traurig. Ja. Das ist sehr traurig. Aber kannst du dir nicht auch so eine Fressnapf hinstellen oder sowas? Ja, habe ich auch überlegt, aber die sind zu dumm. Pflanzen sind zu dumm. Die sind zu doof einfach. Ja, ich hab zu Weihnachten jetzt so künstliche Pflanzen geschenkt bekommen. Ja, das ist schon traurig. Das ist tatsächlich ein Handtuchhalter traurig, und künstliche Pflanzen habe ich geschenkt bekommen. Das war mein Weihnachten. Das ist schon scheiße eigentlich. Ein Handtuchhalter. Ja, aber den braucht sich. Der ist sehr sinnvoll. Der ist sehr sinnvoll. Handtuchhalter sollte jeder haben. Das soll jeder haben. Ich habe tatsächlich keinen Handtuchhalter. Ich bin ja in einer Wohngemeinschaft mit einem Mitbewohner tatsächlich und ich bin sehr faul und nehme am haushaltlichen Dasein überhaupt nicht teil. Aber eine Sache habe ich eingebaut ins Bad. Mein Mitbewohner irgendwie Waschmaschine und Badewanne und Verschluss und Dichtungsring und ich habe eine Sache gebaut, den Handtuchhalter. Und er musste das einfach so 2 Stangen, die man an die Fliese kleben musste mit so einem Superkleber, der dabei war, innerhalb von 2 Wochen abgebrochen, innerhalb von 2 Wochen kaputt, liegt jetzt unbenutzt in der Ecke und wir hängen jetzt über unsere Handtücher über die Vorhangstange der Badewanne und das war's. Das Einzige, was ich eingebaut habe, ist sofort kaputt gegangen. Das ist auch bei mir lustig. Bei mir war kein Platz irgendwie für so eine Stange über der Badewanne, weil die quasi auf einer Achse mit der Tür liegt. Verstehst du? Das ist sehr schwierig zu erklären, sehr schwierig vorzustellen. Aber man kann jedenfalls keine Stange oben haben, sondern man muss so eine L-Form quasi braucht man als Stange. Ja. Und deswegen habe ich mir so ein Rollo gekauft. Ich habe keinen Duschvorhang quasi, sondern so ein Rollo. Also das ist total geil. Das ist quasi wie so eine Wand, die so runterfahren kannst. Also du hast so eine Band, so eine Kordel, die ziehst du und dann kommt so ein Duschvorhang in so eine Kurbel, an der musst du kurbeln. Ja genau. Das ist total geil. What? Ja, was es für Dinge gibt, ey, das ist der Hammer. Und als ich dann in den Baumarkt gefahren bin, dann gefragt, ob es was gibt überhaupt, weil es noch nie in meinem Leben vorgekommen ist, irgendwie sowas, haben die gesagt, ja, klar, hier. Und da war ich voll erstaunt, wie viele Dinge es gibt, von denen man gar nicht weiß. Ja. Das ist der Hammer. Die Welt ist der Hammer. Apropos Community, es macht wieder sehr viel Spaß, sich in der Pufopedia zu bewegen, die reichlich, wenn da gefüllt wird. Noch mehr Spaß wird's mit Bildern machen. Ja, irgendwie sind noch keine Bilder dabei, die pufopedia.info. Ich habe aber schon und noch mehr Spaß wird es ohne Rechtschreibfehler machen. 3 Tage später. Hey, aber die Bilder, die mittlerweile auf der Pufopedia sind, Alter, die Pufopedia ist komplett eskaliert. Wir dachten, das ist so ein kleines Fun-Projekt, aber die graben da Sachen aus. Ey, holy da sind shit, Bilder von Alter, mir drin, die habe ich noch nie in meinem Leben. Dieses Abiball-Foto, was da drin ist, ist erstens ein bisschen diffamierend. Das sieht aus wie so ein Paparazzi-Foto, was von so einem Promi gemacht wurde, der irgendwie beim Fremdgehen erwischt wird. Also erstmal, das Foto habe ich noch nie von mir gesehen, nirgendwo. Ich habe auch Fotos von mir gefunden von der Abi-Verleihung, wo ich mir dachte, ich habe damals die Fotos von dem Fotografen, der die Abi-Verleihung fotografiert hat, persönlich geschickt bekommen. Die sind nirgendwo öffentlich. Ja, das ist interessant. Und trotzdem, also richtig krass. Habt ihr auch ein Forum eigentlich? Gute Arbeit Originals? Nee, Quatsch. Nee. Podcast-UFO? Pufopedia. Ja, das kenne ich natürlich. Stimmt. Oh, da habe ich neulich drin gelesen, weil ich irgendwie, wie immer, jeden Sonntagabend gucke ich mich mal selbst und gucke, wie viele Aufrufe, Suchergebnisse es gibt. Du hast einen Aufruf, ne? Bestimmt. Da gibt es einen Eintrag in diesem Pufopedia, wo steht, sinngemäß, Andreas Links spielt keine Rolle im Podcast-UFO-Universum. Und dann, Komma, auch für den Rest der Menschheit spielt er keine Rolle. Ich dachte, okay, die haben mich als Persönlichkeit komplett erfasst. Wie hast du vor, das zu ändern? Was ist der große Plan? Soll man das wirklich ändern? Weißt du nicht, dass im Bohnen-Wiki, also in unserem Rocket Beans-Wiki auch, ich glaube, es steht immer noch drin, als Trivia unter deinem Eintrag steht, verbindet eine Hassliebe mit Andreas Links. Ich weiß nie, wo das hergekommen ist. Aber warum den Hass? Warum den Grund, euch zu hassen? Ich weiß es nicht. Viel Konkurrenz. Da sind ein paar Sachen vorgefallen, ja. Das stimmt schon. Konkurrenzsituation, klar. Ach, ein Date kann. Für mich ist die Vanessa-Geschichte. Ja, aber Ufopedia ist für mich auch das neue Reddit. Kann man das stimmt. Ja. Das neue, es wurde halt, ja, es war mal eine der größten Websites im Internet, weil die von Bots überrannt wurde. Ich glaube, es war eine der größten, gefülltesten und mit dem meisten Wissen auf einer Seite jemals eine Website. Ja. Aber jetzt ist alles gelöscht worden. Aber jetzt funktioniert die wieder für uns. Ja, auf jeden Fall. Ich habe wir sind ja auch so ein bisschen immer auf der Suche nach geilen Werbungen. Und wir haben auch selber schon sehr oft Leuten gesagt, wie sie besser Werbung machen könnten für ihr Produkt. Aber ich glaube, ich habe die beste Werbung überhaupt gefunden, die man jemals für irgendwas gemacht hat. Und zwar Radiowerbung, auch was sehr vergessen ist mittlerweile. Radiowerbung, es war nämlich eine Firma, die das Haus ausmisst mit so Infrarotkameras, um dann zu sagen, wo man Strom sparen kann. Und ist ja auch eigentlich total löbliches Produkt eigentlich auch, damit man selber auch der Umwelt zuliebe was machen kann und gucken kann, wo man selber Strom sparen kann. Und dann haben die halt Werbung gemacht und das fing an mit so einem lustigen Dialog. Oh, was hast du denn da? Ja, das ist ein ganz tolles, buntes Bild von meinem Haus. Oh, so eins hätte ich auch gerne. Ende. Das war die Werbung. Die haben dieses tolle, geile Produkt, was innovativ in Richtung Zukunft denkt, beworben mit einem tollen, bunten Bild von dem Haus, was du bekommst. An wen richtet sich das denn? An die Kinder? Was ist das denn für ein toller, sich bewegender Stahlkoloss, der vor deinem Haus steht? Das sieht ja lustig aus. Das will ich auch haben. Ja, dann geh zu Peugeot oder Renault oder was auch immer. Fand ich so lustig. Warum wie kommt man auf die Idee? Das Coolste, die Marketingagentur wird einfach nicht verstanden haben, für was sie da Werbung machen. Und dann dachten die, das Coolste daran ist so das tolle, bunte Bild von dem Haus. Ich glaube, die haben einfach aufgegeben. Die haben gemerkt, das macht keinen Unterschied. Die haben Marktforschung gemacht und gesagt, es ist egal, welche Werbung man macht, solange man den Namen des Produkts sagt, ist alles gut. Kann sein. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, Seitenbacher ist auch seitdem einfach wirklich die beste Werbung. Ja. Weil es einfach weil gar nicht so tut, als hätte man irgendwas Cooles zu verkaufen, sondern einfach nur den Namen. Podcast-UFO, Podcast-UFO, Podcast-UFO. Einfach dagegen. Okay. Du hast also die dümmste Demonstration gesehen. Ich habe die dümmste Werbung der Welt gesehen auf Twitter. Das ist echt ganz schön geil. Also da ist eine Spielwerbung, kennst du diese gesponserten Tweets? Und dann steht da also eine Spielwerbung und die endet damit, also die bewirbt das Spiel und die endet damit, versuche es, warum nicht? Unenthusiastische. Ich musste wahnsinnig lachen. Aber also wie muss eine Werberedaktionskonferenz, wie muss die enden, damit man auf den Satz kommt, versuch es, warum nicht? Hey, warum nicht? Es gibt ja keinen Grund gegen unser Produkt. Ne? Wie verzweifelt muss man sein, um warum nicht als Werbung? Als das einzige, der treffende Grund. Werbung muss ja mit dem besten Grund für das Produkt irgendwie enden. Und dann der letzte Punkt muss ja der stärkste sein. Ja, ist dann direkt also ist der stärkste Punkt, wie verzweifelt muss man sein, damit der stärkste Punkt ist, warum nicht? Hey, du hast nichts zu verlieren. Wenn das beste Argument ist, dass es keine Gegenargumente gibt, dann hast du ein Problem. Naja, ich sehe schon die T-Shirts, das Podcast-UFO, warum nicht? Warum nicht? Lass uns. Hey, warum nicht? Ja, auch nicht. Warum? Naja. Da muss ich sehr lachen. Ja, genau. Eigentlich geht's genauso weiter. Eigentlich ist da kein Bruch. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mal eine Woche Pause machen. Also, diese Woche jetzt meinst du? Nee, nicht diese Woche. Ist nicht so irgendwie am Silvester. Du willst die Aufnahme abbrechen. Lass erstmal Pause machen. Ja, eigentlich war das Podcast-Projekt von Anfang an ja als einjähriges angelegt. Wir haben damals gesagt, wir machen ein Jahr. Ich dachte jetzt, du sagst, es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. War es auch, aber gut. Du hast recht, es war ein Jahr für ein Jahr angedacht. Und jetzt sind wir da nach einem Jahr. Und ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Ich sag mal so, wir haben, die letzte Woche war sehr markant. Wir haben unseren ersten richtigen Shitstorm bekommen. Wir hatten unseren ersten Stand-Up-Auftritt. Wir haben unseren Shop gelauncht. Und wir haben die 2000 Follower-Marke bei Twitter gebrochen. Was eine Woche. Das heißt, es war die krasseste Woche meines Lebens. War wirklich die krasseste Woche aller Zeiten. Das heißt, auch mal Hallo an die 1500 taiwanesischen Bots, die uns gerade zuhören. Hallo. Ni hao. Arigato. Arigato. Gozaimaste. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Und natürlich auch an die 1500 taiwanesischen Kinder, die gerade nichts anderes zu tun haben, als unseren überteuerten Plüschelch zu stricken. Arigato, gozaimaste, und auch vielen Dank an die 50 Leute, die uns jetzt entfolgt sind, weil sie es nicht ertragen haben, weil sie plötzliche Themenwechsel nicht verarbeiten können. Doch mal ein großes Entschuldigung von uns, besonders von Florentin, der wollte sich jetzt in einem 10-minütigen, in einer 10-minütigen Gegendarstellung noch bei euch entschuldigen. Ich bin kurz raus. Viel Spaß. Und natürlich auch vielen Dank an die 5 Hörer, die wir diese Woche persönlich getroffen haben im Boing, im Comedy Club. Vielen ich glaube, das sagt man anders. Man sagt das Boing, so spricht man das, glaube ich. Man muss unsere beiden, es ist auch immer noch seit einem Jahr immer noch die beiden lustigsten Soundeffekte, die wir haben. Wir haben immer noch Stirr und Boing. Ja. Piu, piu, piu hat es noch nicht abgelöst. Ja, wenn der Scherenmann dreimal klopft, heißt diese Folge tatsächlich. Warum, werdet ihr später merken. Denn eigentlich diese Folge war ja eigentlich erst die Pointe zu dem Aufschrei von letzter Folge. Das habt ihr nur nicht verstanden. Ihr habt, das war ein Teaser. Das war ein Teaser für heute, die große Kindervergewaltigungssendung. Ja, genau. Und wir sind gespannt. Wir haben auf der gestrichelten Linie des Spannungsbogen eines Gags gesurft sozusagen, aber seid der Welle nicht standgehalten und seid ins Wasser gefallen. Hat leider nicht funktioniert. Ja, was wir nämlich rausgeschnitten haben, war, was zu eurem Nachteil wahrscheinlich, haben wir dann diesen Satz von mir, wo ich gesagt habe, das war jetzt ein Teaser auf die nächste Woche, große Vergewaltigungs-Special-Folge. Wenn ihr das also gerade hört, dann tut's mir leid. Diesen Satz hätte ich vielleicht drin lassen sollen, weil das ist heute die große Themenwoche Kindervergewaltigung. Denn, wie jeder weiß, die L-Form schreibt man gewöhnlich mit der linken Hand auf der eigenen Stirn. Ja, ich muss ganz kurz was trinken. Ja, trink was. Ich habe übrigens mir gerade nochmal die Limo gekauft. Die Limo, für die Joko und Klaas Werbung machen. Die habe ich mir gekauft nochmal. Weißt du, du sagst immer, Stefan macht wieder einen Fehlkauf gemacht und so, aber das lasse ich mir auch nicht sagen, weil manchmal unter diesen vielen Fehlkäufen sind auch ein paar Sachen dabei, die ich mittlerweile in mein Leben geholt habe, wo ich dann den Arm groß gemacht habe und Leute reingeholt habe in mein Leben und Produkte. Und nur wenn man viel probiert und auch viel scheitert, kann man auch viele Sachen richtig machen. Und die Limo ist toll. Von Granini. Granini. Endlich, Granini. Jetzt könnte man, was wäre eine gute Werbung für Granini? Granini, wenn sich dann immer Flüssigkeiten in Plastikbehältern kaufen wollen. Zu sich nehmen wollten, um nicht zu verdursten. Genau, Granini, um nicht zu sterben. Wir machen lebenswichtige Flüssigkeiten. Können aber auch jede andere Flüssigkeit trinken, aber auch... Ist, glaube ich, ein Family Guy Gag. Drink it, then make it to pee. Oder so. Drink it, then convert it to pee. Ich glaube, das ist auch so ein Anmachspruch. So, hey, wollen wir was trinken? Sonst verdurstest du. Naja, also, man sieht die verschiedenen Elemente. Ist ein bisschen eingerostet für Florentins Anmachorgan. Habe ich das letzte Mal im Alter von 8 Jahren benutzt, den Gag. Tatsächlich hat auch damals nicht so gut funktioniert. Auch bei Stefanie, aus der Parallelklasse. War so hübsch in dem kleinen Kleid. Das war tatsächlich so im Kindergarten. Tatsächlich hat man als Kind teilweise ganz merkwürdige Vorstellungen von Sexualität und wie Sex abläuft. Weil wenn du es noch nicht weißt, dann denkst du dir das teilweise selber aus. Ja, ich weiß. Ich denke mir bis heute. Und bei uns, ich hatte tatsächlich immer die Vorstellung, weil bei uns war irgendwann so im Kindergarten, also wirklich frühkindliches Alter, so der gefühlte Begriff für Penis und Vagina war Schlüssel und Schlüsselloch. So impliziert ja schon, dass man das ineinander stecken kann. Aber ich habe es ein bisschen zu wörtlich genommen und ich dachte tatsächlich... Bei uns war es lustigerweise Schwengel und Fotze. Süß, Kinder, Möse, feuchte Möse und harter Schwengel war es bei uns. Und dann tatsächlich hat sich bei mir als Kind, in meinem kindlichen Bewusstsein, dann die Idee eingeprägt, dass auch jeder Penis nur in jeweils eine Vagina passt. Dass es wie Schlüssel und Schlüsselloch ist, dass der Penis wie ein Schlüssel ist und man nur muss sich finden. Man muss sich finden, man muss genau so ein romantischer Abend und dann leider, ups, wir passen nicht zusammen. Ja, aber das war tatsächlich bei mir die kindliche Vorstellung. Ja, es gibt total Sinn. Bei mir war es so, ich habe, kennst du, es war immer das Leben, das ist diese großartige Serie. Die Fickshow. Erstmal masturbiert habe ich. Ja, was halt die ganze Zeit in den Körpern stattfindet mit den weißen Blutkörperchen, den roten Blutkörperchen und dann gibt's halt die gelben, die man über die man selten spricht, die ein bisschen unters Raster fallen. Die schwarzen Blutkörperchen, wow, 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 wow. Schwierig. Und dann gab es halt diese Anfangsszene, dieses Leben ist schön, so wunderschön. Und da haben sich ein Mann und eine Frau lieb gehabt. Und wenn die sich nackt lieb gehabt, und dann sind die in den Himmel geflogen. Und das war meine Vorstellung lange Zeit, weil es misleading ist, Leute. Ja. Und denkt euch mal, macht euch mal ein bisschen mehr Gedanken. Es war Arte, glaube ich, im ZDF, die diese Show gemacht haben. Denkt doch mal ein bisschen weiter. Ja, ich dachte mein Leben lang, nein, das wird nicht passieren, ich fliege in den Himmel. Ja, vor allem gerade so eine Aufklärungs- oder Wissenschaftssendung sollte doch da besonderen Augenmerk drauf legen, dass wenn die für Kinder ist, dass du denen gerade, was Sexualität angeht, keinen Scheiß erzählst. Nee, weil das ist toxisch. Zeigt ein Schlafzimmer, was unaufgeräumt ist, wo der Fernseher noch läuft, dann der Mann hat auch die Hose an, so die Frau hat noch das Kind im Arm. Ja. Zeig mal, wie Sex wirklich ist. Zeig so einen Typen, der mit Socken in die nächste Tanke geht, um Kondome zu holen. So, das ist Sex, genau. Das kannst du zeigen. Der besoffen nach Hause kommt, so. Ja, wenn eine Frau, eine andere abschleppt. Frau bewusstlos im Bett liegt und dann da so noch halb vergewaltigt, halb zustimmt, man weiß es nicht mehr. Ja. Ist es schon sexual abusive? Keine Ahnung, aber das ist das echte Leben. Ja, oder einfach so eine, nee, lass heute nicht, bitte. So, das schöne Leben. Es ist schön. So, Lektion 5, Sexualität. Nee, irgendwie mir geht's heute nicht gut. Es war einmal das Leben. Es ist das Leben. So ist das Leben, machen wir jetzt mal. Ja. Das ist eine neue Sendung. Wir zeigen mal, wie es wirklich ist. Das finde ich nicht schlecht. Auch, dass die Blutkörperchen gar nicht mehr existieren. So, normale Verdauung findet nicht mehr statt. Forget it. Es war einmal das Leben. Mittlerweile ist es ganz anders. So, ich darüber über den lebenden Körper machen? Nee, das ist total interessant, wie ein sterbender Körper funktioniert. Oder man zeigt einfach Sexualität gar nicht, aber nicht so ein Scheiß. Da bin ich auf jeden Fall. Aber gab es doch mal AIDS dann bei Es war einmal das Leben? So die das gab es damals noch nicht. Aber ist AIDS in deren Welt nicht so ein Superheld, der einfach ein unbesiegbarer Superheld? Ja, das stimmt schon. Superman einfach. Ein böser Superman. In der Welt, klar. So die Antikörperchen waren immer die kleinen mit den Pistolen und die sind immer angelaufen gekommen. Und Krebs ist wie so eine coole Gruppe, wo alle dazugehören wollen. So, hast du Bock bei uns mitzumachen? So, ja, klar, cool. Dann kommen die Zellen, fangen die an zu rauchen, die Zellen, verstehst du? Ja, dann kommt die Chemotherapie und dann macht die fertig und so. Macht aber auch ein paar eigene Zellen fertig, aber das ist verkraftbar, alles klar. Am Ende vertragen sich alle. Aber AIDS sind Superhelden. AIDS sind die unbesiegbaren Superhelden. Ist eine grausame Folge, glaube ich. Aber ich freue mich. Staffelfinale, AIDS. Wie paranoid seid ihr, aus fremden Flaschen zu trinken? Ich nehme keine Kaugummis von fremden Menschen an. Aber ansonsten alles. Achso, du tauschst keine aus, du bist aber einzig auf der Welt. Muss das jetzt hier sein, die Sauerei auf dem guten Holz? Ich dachte mir ja wohl nicht, wie angeboten wird, darf ich hier wohl noch verzehren. Ist das eine Orange oder eine Mandarine? Da ist eine Orange. Da ist mir noch ganz viele Schritte, die du machen musst. Du brauchst ein Messer noch dabei, funktioniert das so gar nicht. Mir ist es manchmal peinlich, wie egal es mir ist, aus fremden Flaschen zu trinken oder so. Und dann will ich mir eine fremde Flasche und dann wischen die den Ding, aber nicht mehr so. Ja, das ist mir auch scheißegal gewesen. Aber ich fühle mich dann immer so eklig. Auch wenn jemand sagt so, ich finde Fingern, ich habe letztens die Fingernägel von meinem Mitbewohner in der Badewanne gefunden. Und ich mir so, ich nehme auch mal benutzte Kondome aus dem Mülleimer. Und so. Ja, auf jeden Fall, klar. Das Wasser halten, was ist das Problem? Ja. Ich glaube, ich unterbreche das hier mal mit Orange. Aber hilft das denn, wenn man das sauber macht? Also macht das aktiv irgendwie was besser? Also ich glaube, AIDS kriegst du trotzdem. Ja, glaube ich auch. AIDS und nee, aber die sollen nicht die Bakterien von so, bei mir, uns wurde früher gesagt, wir hatten so einen Dreckwegtag in der Schule, wo so die Schüler genötigt wurden, alle Juden deportiert. Genötigt wurden, Müll aufzuräumen. Und da hat man immer, wo ist denn der Jamal? Und bei den Kondomen. Der hat Husten gehabt, der ist weg, der kommt und bald wieder. Und immer gesagt, dass auch wenn man in eine Spritze greift, ist nicht so schlimm, weil wenn die irgendwie 24 Stunden liegt, eine Heroinspritze, dann ist die nicht mehr... Das ist nicht mehr schlimm. Dann ist es wie so eine gute Impfung. Kam bei euch Antikörper, genau. Kam es bei euch an die Schule auch der AIDS-Bus? Bei uns kam der AIDS-Bus. Kostenlos für alle. Und dann immer so, Kinder, heute ist der AIDS-Bus da. Ja, yay! Und es das war wie so eine Art Achterbahn. Da muss man riesiges so ein großer Penis. Das war so eine Art Geisterbahn in einem Bus, aber durch die man selber durchlaufen muss. Ja, Spitzen, oder? Alles so gruselig und dann so AIDS-Monster. Das kenne ich auch. Aber was gab's auch ein Maskottchen dazu? So AIDS-y? Spritze, ja, Spritzi. Wir hatten so eine, um mal den Körper zu erkunden, wurde bei uns so eine Körperlandschaft aufgebaut und dann der Ausgang war der Darm. Ja, gibt's in Düsseldorf auch immer. Darm aktuell. Auf jeden Fall, aber mega, mega lehrreich. Aber wir haben gelernt über AIDS, dass AIDS potenziell über jede Körperflüssigkeit übertragen werden kann. Die Frage ist nur, welche wie viel. Menge, ja. Ja, also gerade so Vaginalflüssigkeit und Sperma und Blut ist ganz schlimm, da reichen wenigste Mengen. Augen. Aber dann hatten die so eine Abstufung und ich glaube, das Schwächste ist Speichel und da muss man, damit man eine realistische, genau, wir hatten 9 Liter und so wurde gesagt, 9 Liter Speichel muss uns nicht, dass man eine realistische Chance hat, AIDS zu bekommen und wir alle so, 1, 2, nee, passt. Alles gut. Passt schon, alles in Ordnung. Wir hatten Mitte der 90er, kam bei uns der Bus, so ein Polizeibus war das. Nein, eine andere Geschichte. Ein riesiger Bus in Form von einem riesigen Pikachu. Das war, wo Pokémon gelauncht wurde überall. Da haben die überall, das war wirklich eine Marketingaktion, überall Comics hingelegt, ja, Sticker. Genau. Und dann haben uns die Lehrer gesagt, nicht anfassen, weil die haben da irgendwelche Rauschgifte auf den Comics. Wir mussten die alle zurückgeben. Es gab eine Rauschgiftzeit, ne? Eine ganz komische Zeit, wo Rauschgift ein Thema war. Die ist bei mir gerade, die Rauschgiftzeit. Aber wie unglaublich spannend ist das denn für ein Kind zu haben? Ein Comic hat Rauschgift an den Seiten. Ich habe auch beste Comic. Ist ein Comic, aber ist auch gefährlich. Kleiner Funfact. Die Nägel wachsen genauso schnell, wie der Mond sich von der Erde entfernt. Seit wann entfernt sich der Mond? Ja, das ist ein aktuelles Problem. Lass es mal ein bisschen auf. Da muss man auch nicht krass gerade raus, Alter. Weißt du, das müssen wir auch nicht immer. Du musst dich das ist ironisch kommentieren. Das ist in meinem Kopf. Das ist so ein Äffchen, das tanzt. Das ist ihre Meta-Improv-Schiene. So, das Thema läuft gerade aus. Egal, hier ist noch eins, hier sind noch 3. Komm, machen wir 14. Wir machen bei Nägel. Das passt. Ja, also Jesus wäre dann das obligatorische nächste Thema. Ich gucke uns gerade viel zu lange in die Augen, Florentin. Hast du wirklich keine Chlamydien? Du kannst mir sagen, ich muss eh. Wie kann man Chlamydien übertragen, außer... Das weiß ich nicht. Ich habe mich auch gefragt, was... Ich habe mich ja dann nicht mehr damit beschäftigt. Aber was machen dann... Würden tief? Nicht. Wo, ist die Frage. Wir haben heute mit allen Gästen... Das ist aber auch ein super Einstiegsthema, die Chlamydien-Geschichte. Mit jedem Gast, der heute da war, haben wir auch das Thema Geschlechtskrankheiten. Vielleicht soll ich das Mikro mit desinfizieren. Ich habe was dabei. Also. Aber dann geht's kaputt, ne? Hast du heute schon so viel über Geschlechtskrankheiten geredet? Hm? Ja, hat einer über den AIDS-Bus geredet. Aber Andi Links war da, der hat bestimmt welche. Oh. Ja, das stimmt schon. Du hast in der Tasche ein Desinfektionsspray. Ich bin Bahn gefahren, ohne mache ich das nicht. Wow. War's echt? Ja. Also ich gehe halt ab und zu mal gerne aufs Klo, wenn ich 5 Stunden Bahn fahre und dann nebel ich vorher die ganze Hütte ein. Wenn ich schon eine Geschlechtskrankheit kriegen würde, dann möchte ich vorher auch Spaß haben und nicht nur aufs Klo gegangen sein. Also, das ist wirklich das Deprimierendste, oder? Wenn du so jemand bist, der gar kein Sexualleben hat und dann hast du trotzdem immer Geschlechtskrankheit, weil du einfach zu lange auf der Bahnhofstoilette warst. Ja, und dann gibst du vor deinen Freunden noch an, ich hab jetzt auch Chlamydien. Und wer war's? Die Bahn. Was soll das denn? Cool. Es ist ein bisschen so, wenn du dich outest, aber dann keinen Freund findest. Ja. Ja, in Köln. Oder? Ja. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Ja, so, weil dann ist man zwar schwul, aber man denkt sich sehr... Aber jetzt habe ich den ganzen Akt hier gemacht und jetzt komme ich nicht zum... Warum hätte ich das noch lassen können? Ja, vor allem, dann ist ja so ein Erwartungsraum, weil plötzlich ist seine Sexualität so öffentlich und jeder weiß, okay, der steht auf Männer in unserem Fall. Mhm. Und dann denkt man sich, dann aber jetzt los, Freundchen. Ja, und dann so, dann stirbst du allein. Dann denkst du dir, dann hättest du ja auch sparen können, dich zu outen, oder? Also ist es mega homophob, als hättest du Erdkunde studiert und danach, ich kriege keinen Job, wenn ich Erdkunde studiere. Und nicht Lehramt. Aber was ich ja immer noch mega lustig finde, wäre so ein zurückgenommenes Outing, dass man dann irgendwann mal sagt, so Leute, ich bin doch nicht schwul. Ja, es ist lächerlich, aber es ist nun mal Teil von mir. Eingangsvoraussetzung für den Job ist eigentlich, dass man das absolut anerkennt. Ja. Alle Menschen scheißen, alle Menschen sehen unter der Dusche nackt scheiße aus, zumindest die meisten. Und die geil unter der Dusche aussehen, die tun das auch nur bis zum 40. Lebensjahr und mit denen möchte man, solange sie geil aussehen, eigentlich nichts zu tun haben. Es ist sehr, sehr anstrengend. Also mit schönen Menschen sich zu umgeben, ist sehr, sehr anstrengend. Ja, es wird immer nur so ein Äpfelchen gegessen, in so einem Salat rumgepiekst und wo findest du meine Brust hängt und so. Alles so Sachen, von denen man sich relativ früh frei machen sollte. Also wenn ihr da draußen überlegt, eine Beziehung einzugehen mit einem schönen Menschen, Finger weg davon. Ist nicht keine Vor diesem Problem stehen, glaube ich, aber auch nicht. Unsere Hörer stehen vor dem Problem, mit einem schönen Menschen eine Beziehung einzugehen. Allgemein vor dem Problem Beziehung stehen wahrscheinlich nicht. Nee, überhaupt nicht. Auch nicht so schlecht. Wir haben in dem Museum auch einen großen Blechglobus gesehen. Sag nicht wir. Du bist da alleine rumgelaufen. Nein, den haben wir zusammen gesehen. Hast du jemanden gesagt, stell mir auf, hinter mir herzulaufen. Geh jetzt mal einfach die Dinosaurier angucken. Ich komme dann endlich, ich komme dann gleich wieder, hol dich bei den Dinosauriern ab, guck dir den jetzt mal an. Stefan stand die ganze Zeit mit gekreuzten Armen und mit seinem Künstlerblick vor den Kuscheltieren im Shop. Und ich sage, nein, Stefan, die echten Dinosaurier sind ja draußen, da ist ein riesiges Museum. Und Stefan, nee, ich will noch kurz zu den Smarties. Ich will mir die Smarties noch kurz angucken. Stefan war komplett daneben in dem Museum. Ich war ein bisschen, ja, daneben. Wir haben ja vorher so einen Corn Dog gegessen, das bekam ihn. Corn Dog, oh Corn Dog, they are so good to me. Corn Dog, oh Corn Dogs, they are so good to me. They're good when they hold, they're good when they wish. They're good when they hot, good when they hot, they're good when they cold, good when they fresh and good when they old. Was nicht stimmt, sie sind weder, ich bin mit diesem Lied in den Flieger gestiegen, zum Corndog-Stand gerannt und gemerkt, es ist weder geil, wenn es kalt ist, noch wenn es nicht frisch ist. Und man muss sagen, ein Corn Dog ist einfach eine Beefy-Roll. Wir Deutschen haben da einfach ein anderes Wort dafür. Eine abgelaufene Beefy-Roll. Sollte auch bei Dikt CC eigentlich stehen. Abgelaufene Beefy-Roll, Corn Dog. Ich fand, bei dem Corn Dog hat sich auch das erste Mal gezeigt, dass einer unserer Kollegen, ich sage jetzt nicht seinen Namen, unterbewusst schwellig rassistisch ist. Max. Weil wir haben diesen Corn Dog bestellt, Max, und wir haben schon den ganzen Flug dahin gesagt, wir kaufen uns Corn Dogs. Und wir haben uns dann Corn Dogs gekauft und dann hat er gefragt, ja, Senf oder Ketchup. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, so wie man die normal isst, so wie sie ein New Yorker essen würde. Und dann hat er gesagt, ja, just like that. Und dann haben wir die einfach so genommen und dann hat besagter Kollege, er hat dann gesagt so, ja, der hat bestimmt gesagt, dass man die so isst, damit er sich Senf spart. Ich dachte, what? Man muss dazu sagen, die beiden Verkäufer waren schwarz. Und da war für mich angeklungen, so geht's nicht, mein Freund. Dass du denen sofort einen jüdischen Ehrgeiz unterstellst, Geld zu sparen, nur weil die schwarz sind. Furchtbar. Gegenüber von uns tatsächlich die Teppichwäscherei, wo Leute immer kommen, das ist unser tägliches Anblick, Leute kommen, holen einen großen Teppich aus ihrem Auto raus. Das ist doch kein Geschäft. Wenn du jetzt anfängst, also wenn es ein Teppich, wo fängt man, dieser Laden, der eröffnet eine ganz neue Welt an Läden. Mhm. Wenn es eine Teppichwäscherei gibt, wo ist dann die Autoreifenwäscherei? Türenwäscherei. Wo ist die Türenwäscherei? Habt ihr schon mal eine Tür gereinigt? Gardinenwäscherei. Wo ist die, vor allem, kann ich nicht meinen Teppich einfach eine Reinigung geben? Die sagen doch auch nicht nein, bitte gehen Sie sofort raus. Das ist doch locker, das ist doch einfach eine Geldwäsche. Die haben doch irgendwie so ein Drogenbusiness hier in Köln am Laufen und das ist deren Geldwäsche. Ob da manchmal so Leichen drin sind in den Teppichen? Ja, wie bei Gus Fring. Ah. Das war eine große Theorie. Der hat auch diese Wäscherei, wo Walt und Jesse unten dann die ganzen Drogen brauen. Und das ist doch genau das Gleiche hier. Brauen. Eigentlich der uncoolste Begriff für Drogenherstellung, brauen. Das ist auch, wenn so ein Drogenboss kommt. Oh, da kommt Katja auf ihrem Fahrrad. Wenn du zu einem Drogenboss kommst und sagst, hallo, ich würde gerne für dich Drogen brauen. Wir haben angesprochen, letzte Woche waren wir in Amerika. Und ich weiß nicht, ob du beobachtest an dir, dass du noch... Ich kann immer noch nicht essen. Ja, genau, wie du an dir beobachtest, dass du manche Behaviorismen übernimmst in den Alltag und übernimmst in den Alltag. Und ich muss tatsächlich sagen, das Einzige, was ich aus Amerika mitgenommen habe, waren ersten 16 Kilo Peppermints M&M's. Bei mir war es dieser große Finger, den ich beim Baseball hatte, mit dem ich jeden Tag rumlaufe. Das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe. Und alles wird automatisch interessant, wenn du es mit so einem Finger anschaust. Normalerweise stehst du vor deinem Fisch onanierend und es ist irgendwie ein bisschen beklemmt, aber sobald du diesen Finger in der Hand hast, wird es zu einem zelebrativen Ereignis. Ja, alles. Vor allem auch, wenn du dann weil die meiste Zeit, muss man ja sagen, sitzt man beim Baseballspiel relativ gelangweilt, überlegt sich, was kann ich jetzt zu essen holen gehen, das Spiel ist komplett, läuft einfach seit 18.000 Innings, du weißt nicht mehr, was Innings sind und dann hast du halt diese große Hand. Und man sieht es ja eigentlich nur in Bildern, wo man dann die exzessiv hochhält und sagt, wow, und schreit. Aber die meiste Zeit sitzt man so ja nicht beim Baseballspiel. Die meiste Zeit sitzt man so, dass sie einfach so locker an einem runterhängt, wie man halt sitzt normal. Oder so Arme verschränkt. Und es halt einfach so gelangweilt auch so, die ist ja auch nicht so ganz so fest, sondern dann hängt sie einfach so runter, so einfach so schlaff. Und dann sitzt man da einfach so. Und dann ist einfach so, ja. Und man zeigt auch nirgendwo hin, obwohl diese Geste halt so ausladend ist. Ja, genau. Ja. Ich finde es interessant, wie sich das entwickelt hat, dass dieser Finger sich als Jubelgeste durchgesetzt hat. Niemand jubelt mit dem Finger. Dann hat man gesagt, ey, das ist so geil, aber wenn ich noch eine größere Hand hätte, wäre es noch viel geiler, der Finger. Ja. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen. Ja, worüber wären wir bei Hitler? Nein. Findet ihr Kristall lustig? Ich höre nur Negatives über Kristall. Ja, in den Social Media kann er da. Darf er das? So, immer dieses. Nee, gar nicht. Ich finde. Previously on Rocket Beans TV. Herr J. schreibt und fragt, heißt das Kristall-Stand-Up-Programm dann eigentlich Kristallnacht? Ja, den Gag habe ich auch vorgestern ein paar Mal gehört. Schöne Grüße an Stefan Titz in dieser Sekunde. Nee, gar nichts. Ich finde. Ich weiß nicht, ob ihr das Moin Moin mit mir gesehen habt bei den Rocket Beans letzten Freitag um 10:30 Uhr bei Rocket Beans TV/Videos. Und da habe ich auch ein Video mitgebracht, und zwar das erste von einer Artificial Intelligence geschriebene Weihnachtshit. Ja, viele sagen ja, Maschinen können nicht lieben, Maschinen können nicht kreativ sein, aber heute... Wer das Podcast-UFO hört, weiß schon seit Jahren, dass wir fürchten, dass Comedy-Autoren die ersten sein werden, die abgesetzt werden von der Artificial Intelligence. Mega creepy. Und die haben jetzt einen süßen, besinnlichen Weihnachtssong, eine Artificial Intelligence schreiben müssen. Den ersten tollen Weihnachtssong. Und es ist auch der erste tolle Weihnachtssong geworden. Geil. Okay, hau mal den Weihnachtssong raus. Den ersten Weihnachtssong, der von einer künstlichen Intelligenz geschrieben und interpretiert wurde tatsächlich. Moderier doch mal ein bisschen weiter. Schon lange fragen sich die Menschen, wie weit können wir haben heute gehört, die Maschinen können schon alles. Sie können Supermarktverkäufer ersetzen. Sie können vielleicht sogar bald entscheiden, welche Produkte in einem Supermarkt überhaupt gefragt werden von den Leuten. Stefan bekommt seine ganze Kleidung nur noch per Maschinenversand aus dem Internet gesandt. Ich bekomme meine ganze Nahrungsmittel nur noch über wordofsweets.com. Mittlerweile ist den Maschinen alles möglich, okay, aber können sie auch Musik machen? Können sie auch Musik machen? Die Antwort ist ja. Der erste. Lehnt euch zurück. Unterm Tannenbaum. Der dritte Advent. Genießt ihn. Flowers. I swear, 'tis Christmas Eve. I hope that is what you say. The best Christmas present in the world is a blessing. Humanity die. Kein Satz. Ist kein Satz. Major! Music coming from the howl. Jetzt achten wir auf den Akkordwechsel. Der gibt es shit. Das ist ein Ende, Leute. Metallica, Mozart, das ist ein Ende. There are lots and lots and lots of flowers. I swear it's Christmas. I swear it's Christmas, sweet. Nope, it's Christmas. I swear. I swear! Vor allem so er hält es für nötig, bei dem Weihnachten zu sagen, hey Leute, ich verspreche euch, heute ist Weihnachten. Das klingt, so als wollte er sich entschuldigen, das klingt gerade nicht wie ein Weihnachtssong, aber I swear it's Christmas Eve! I swear, sorry. Honestly, I swear. Es ist so lustig. Das ist so lustig, auch der Text ist gut und es ist 1.5 hours ago. Ja. Punkt. Das ist nicht so, er hat sich niemand Mühe gegeben so richtig. 1.5 hours ago. Aber ohne Scheiß. Oft ist ja Comedy auch echt eine Sache von Feinjustierung. Aber die lustigste Zahl, 1.5 hours. Da habe ich auch im Moin Moin gesagt, ich finde es ja immer, Comedy ist ja auch so ein bisschen den meisten Effekt mit einem Minimum Anzahl an Wörtern zu erfüllen. Und man will ja immer so ein bisschen die Wörter, die man nicht braucht, will man ja auch ein bisschen loswerden. Deswegen ist Twitter ja auch so geil, weil man so ein bisschen Mühe geben muss, dass es kurz ist. Und der gibt einen Scheiß. Er sagt sich, wir brauchen keinen Satz. Wir brauchen nur den Gag. Wir brauchen nur das einzig Lustige daran und nehmen es rein. Und der Rest ist egal. Aber weißt du, also es gibt ja oft die Regel, dass Sachen lustig sind, wenn sie spezifisch sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn du sagst, keine Ahnung, letzte Woche habe ich gesagt, dass mir der Film gut gefallen hat. Nicht lustig. Aber wenn du sagst, vor 728 Tagen habe ich gesagt, dass der Film gut ist, wäre lustig, weil es spezifisch ist. Na, also ist in der Situation jetzt nicht unbedingt, aber sowas in der Richtung. Aber da ist es perfekt, weil du sagst, 100 ist eine ganz runde Zahl, machst dann aber noch 1.5 hours ago. Aber 137,5 wäre nicht so lustig gewesen, weil 100 ist eine glatte Zahl und dann brichst du es mit 100.5. Das ist perfekt. Und dann das ist richtig lustig. Der ist lustiger als wir. Aber dann habe ich mir gestern... I swear it's Christmas. Lots and lots and lots of flowers. Also allein... Aber woher kommt die Idee, das Lots zu wiederholen? Aber es macht doch keinen Sinn. Überhaupt Songs zu schreiben, steht im Kontrast dazu, pragmatisch zu sein. Aber lots and lots and lots and lots of flowers. Kein Mensch benutzt zu Weihnachten Blumen auch so ausgiebig, oder? Blumenflaum. Und so viele vor allem. Aber allein eine Menge Blumen. Die Tatsache, in einem Songtext zu sagen, I swear, sonst würde man mit einer besser. Aber I swear I'm Slim Shady. I swear, honest, guys. I swear on my mother's grave, this is no bullshit. Du hast eine mega Donald Trump-Parodie gerade gemacht. Weiß. I swear on my mother's grave. Ja, bleib nur bei Jerry Seinfeld. Okay. Nee. Geil. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, ich hatte gestern vorgestern so einen Aha-Moment bei dem Song, weil ich einen Ohrwurm davon hatte. Und dann dachte ich mir, warte mal, in Zeiten von Brahms oder Wagners, da hatte man ja auch, die haben ja auch, wenn man denen heutzutage so eine Musik von uns vorgespielt hätte, hätten die auch gesagt, was? Und hätten auch sogar darüber gelacht. Die hätten auch darüber gelacht, über unsere Songs. Slim Shady. Ja, aber Slim Shady hätten die bestimmt auch, vielleicht ist auch lustig gefunden. Oder Elektromusik für Felix Jähn. Du meinst, die Artificial Intelligence ist schon weiter. Ist weiter. Ich hatte einen Ohrwurm davon. Dachte mir vielleicht, Moment, vielleicht ist das die Musik, die wir hören wollen. Wenn ihr diesen Song ein paar Mal hört, habt ihr nachts einen Ohrwurm vom Lots and Lots and Lots and Lots of Flowers. Aber ich mag auch diese No-Bullshit-Attitude zu Musik so. Wir lassen es nicht ausklingen, einfach aus, Vorhang zu, Stühle weggeräumt, auf dem Parkplatz weg. Es ist pragmatisch. Es ist schön pragmatisch. Und ich finde, dass der Pragmatismus ja auch ein bisschen im Kontrast zu Musik steht. Also diese Kunst. Zeit sparen ist in der Musik oft nicht nötig. Aber die Musik fängt an, wenn der Text anfängt, und die Musik hört auf, wenn der Text aufhört. Und inzwischen gibt es kein Zwischenspiel, es gibt kein Refrain, wir wiederholen nichts, es ist alles gesagt. I swear it's Christmas, ciao. Es ist alles gesagt. Hi, das ist echt genial. Aber ich überlege mir immer, wäre das auch so lustig, wenn es ein Mensch geschrieben hätte? Wenn jetzt irgendein YouTube-Kanal dieses Video hochgeladen hätte. Nein, mit dem aber Song, es wäre so lustig, wenn es ein Schimpanse geschrieben hätte. Dann wäre es auch so lustig. Ja, aber warum ist es nicht lustig, wenn es ein Mensch... Weil, also, man kann Comedy nicht für sich selber betrachten. Das ist nur lustig, wenn man den Autoren kennt. Kontext, ja. Es existiert nichts ohne Kontext. Du kannst... Naja, aber du kannst ja auch bei Twitter-Gags lachen, wenn du nicht weißt, von wem die sind. Ja, über manche schon, aber da zum Beispiel ist, ob es 0% lustig oder 100% lustig ist, hängt nur am Absender. Jo. Das ist schon echt abgefahren, obwohl eigentlich auch Lines lustig sind, aber nur durch den Absender. Ja, durch Kontext. Ist spannend. Das ist schon echt. Kommt jetzt auch immer ein bisschen Haltung, je nachdem, woher es kommt. Aber ich glaube, es ist sehr schwer, wie ein Kind zu schreiben, also das dann nochmal so umzuformulieren. Ja, das ist ja auch das Tolle an dieser Rubrik, die ich mir ausgedacht habe, dass man ja die Unterschiede zwischen wie ein Mann... Das war deine Idee, genau wie der Name des Podcasts, genau wie mein Name war auch deine Idee. Ey, Name war meine Idee. Nein. Natürlich war Podcast... Auf gar keinen Fall. Alter, wir sind damals... Diese Scheißdiskussion. Ich habe keinen Bock darauf. Ich weiß doch genau, wie wir hier in der Laiendecker drüben saßen. Mit Essen vom Speisemeister. Nee. Vom Pizza-UFO. Und da habe ich gesagt, Podcast-UFO wäre eine Idee. Nee, ich habe gesagt, hast Podcast-UFO. Hast du nie gesagt. Wir haben gesagt, Podcast-Torpedo oder das Podcast-U-Boot. Nein, Podcast-Torpedo war nie U-Boot, ja. Doch, wir hatten immer Podcast-Torpedo, Podcast-U-Boot oder das Comedy-Shuttle hatten wir auch mal kurz für 5 Minuten gebrainstormt. Aber relativ schnell ist es aufgefallen, das ist lächerlich. Nee, Podcast-UFO ist meine Idee. Auf gar keinen Fall. Wobei, was dafür sprechen würde, dass deine Idee war, es ist halt Social Media mäßig gedacht furchtbar. Wieso? Weil erstmal heißt diese Gewerkschaft, wo die ganzen Piloten jetzt anfangen zu streiken, heißt auch UFO. Dann heißt ganz, ganz viele Verschwörungspodcasts, heißt ein Podcast UFO, UFO-Podcast, whatever. Aber ich mag es mal, wenn es im Namen schon einfach man weiß, worum es geht, was es für ein Medium ist. Podcast UFO. Schon Verwirrung. Diese Methode der Verwirrung entgegenbekommt. So ein angenehmes Gefühl der Verwirrung. Anscheinend ist es nur jeder Podcast. Wo wir dann einfach direkt reingrätschen und wir dann einfach... Umweltbewusstsein. Thema Umweltbewusstsein. Okay. Beat auf halber Geschwindigkeit. Okay. Ich meine... Ja. Mein Name ist Stefan, das Pfand steht für Spaß. Die Sonne scheint und grün ist das Gras. Hey, mein Name ist Bernd und wir sind keine Lappen. Wir kümmern uns intensiv für den Erhalt der Polkappen. Wir glauben, da liegt viel Potenzial. Es sterben viele Tiere aus, auch der Wal. Das ist ein Scheißthema. Überhaupt bitte nein. Nein, man braucht eine Handlung. Man braucht irgendeine Handlung. Es muss irgendwas passieren. Okay. Ich gehe in den Supermarkt und weiß nicht, was ich kaufen soll. Okay. Ich gehe heute los. Mein Ziel heißt EDK. Ich weiß, was ich möchte. Alles klar. Der Tipp wird spannend, da bin ich mir sicher. Ich weiß nur nicht, wo sind denn hier die Tiefkühlfächer? Ich streife um die Gänge und suche alles ab. Ich muss mich etwas beeilen, meine Zeit ist knapp. Ich hole mir Kinderriegel, die mag ich so sehr, aber ich kann mich nicht entscheiden, nehme ich vielleicht auch Milchschnitte, das ist schwer. Ich schaue mich um und sehe weit und breit keine Milchschnitte, doch am Kühlfach, da sehe ich eine heiße Schnitte. Oh Mann, wie spreche ich sie bloß an? Das fällt mir so schwer, ich bin ein schüchterner Mann. Hoffentlich ist ihr klar, ich bin erfolgreich auf Twitter. Sie sieht zwar ganz süß aus, aber schmeckt ein bisschen bitter. Ich hätte sie vielleicht nicht anlecken sollen, das ist inakzeptabel, das Frauen nicht wollen. Ich frage sie, was machst du hier? Sie sagt, ich habe einen Freund. Ich dachte, das Gespräch anders, als es jetzt läuft. Ich glaube, ich habe ihr die Luft zum Atmen genommen. Und jetzt hat sie mich gehauen und ich sehe nur noch verschwommen. Ich stehe ein und sage, wir sollten uns andere Leute sehen. Sie sagt, ja, das wäre mir echt bequem. Ich setze meinen Einkauf fort und gehe zu Getränken und dann frage ich mich, soll ich ihr vielleicht einen Sekt schenken? Die Antwort lautet nein, relativ schnell in meinem Kopf. Ich bin mir sicher, auch sie hat einen schönen Zopf. Es ist mir aufgefallen, ihre Haare waren blond. Oh, da sehe ich die DVDs und die haben James Bond. Hey, ho, yes, yo, ich hole mir die DVD noch in den Korb, bevor ich wieder gehe. Kasse 2 ist leer, ich stelle mich hinten an und dann lege ich die Sachen auf das Kassenband an. Das Einzige, was fehlt, ist ein Kundendifferenzierungsmodul. Ich lege es auf das Band. Mann, ist das cool. Das war der coolste Einkauf, den ich jemals hatte. Und dann drehe ich mir die Sonne auf die Platte. Ich will den Supermarkt verlassen, ich komme nicht durch die Tür. Diese Lichtschranke ist schwer. Für mich die reinste Qual. Ich gehe also nochmal durch den ganzen Markt und gehe vorne aus der Türe, ja, wie ich das mag. Ich laufe die Straße entlang bis zum Straßenübergang. Ich glaube, ich habe die Bananen vergessen. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Das ist echt beschissen. Ich vergaß noch zu erwähnen, welcher Tag heute ist. Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee oder auf Madagaskar. Ich steige ein in mein Auto, ich fahre einen Ford Ka. Ich dachte, du sagst Ford Fiesta, aber auch dein Reim ging ziemlich klar. Moment, ist das jetzt ein Privatgespräch zwischen uns beiden? Weil das würde ich nicht wollen. Lasst uns das mal lieber bleiben. Vielleicht hast du recht, es war eine schlechte Idee. So steige ich in mein Auto und schieb eine CD in den CD-Loch rein. Muss ich ansagen. Ja, schon gleich. Ich höre die von ABBA, die mag ich so sehr. Ich fahre um die Ecke und anschließend in den Kreisverkehr. Ich finde auch gut, wenn man faktisch falsche Liedtexte schreibt. So dann einfach Dinge drin, die einfach faktisch falsch sind, aber man trotzdem mitsingen muss, weil sie so catchy sind und dadurch so ein Anti-Wissen etablieren. Ja, gibt's ja. It's all about that bass, about that bass, about that bass. No das trouble. Stimmt nicht. Das stimmt eigentlich. Das ne? Es geht nicht immer nur um den Bass. Das ist völliger Quatsch. Ausgedacht. Was bedeutet Bass in dem Kontext? Weil in dem Lied geht es ja darum, dass fette Schnallen auch mal schön stolz auf ihren fetten, schwabbligen Körper sein können. Und dann, it's all about the bass? Warum Bass? About the bass, about the bass, no trouble. Weil die immer so einen Bass machen, wenn sie laufen, oder was? So bom, badom, badom, badadadadam. Oder worum geht's da? In diesem Pop-Liedchen, in diesem Sternchen. In diesem, würde ich sagen, in der Krönung der Popmusik, diesem Werk, geht es, glaube ich, eher darum, dass man sagt, wir können aber alles singen. Letztlich geht's nur um den Bass. Und der ist folgendermaßen. Dann haben die ja diesen Four-on-the-Floor-Beat, diesen because you know it's Four on the Floor. Okay. Glaube ich. Weiß ich nicht. Du hast das jetzt wunderschön musiktheoretisch aufgelöst. Ich sehe dich so ein bisschen an so einem schwarzen Konzert. Ja, was ich gerade sagen wollte, wir haben uns jetzt nämlich mal in unserem Räumchen hier ein bisschen in der Ecke gesetzt, wo wir halt so schöne so Lounge-Sessel haben. Und da kommt man gleich in eine andere Stimmung. Denn, was viele Podcaster ja nicht wissen, was ich weiß, als großer Podcast-Guru. Neue T-Shirt-Idee. Leute, wir haben apropos, Leute, wir hauen demnächst T-Shirts raus. Es ist wichtig, dass ihr, auch deswegen ist es wichtig, dass ihr einfach Leuten erzählt, dass das Podcast-Aufruf gibt, damit es vielleicht so eine T-Shirt-Kultur. Ich finde auch, vielleicht sollten wir so die neuen Che Guevara werden. Einfach damit wir, damit unsere T-Shirts bekannter werden als der Podcast. Die T-Shirts müssen bekannter werden als das Produkt. Das finde ich tatsächlich sehr gut. Das Che Guevara-UFO. Aber ich dachte mir, wir machen so Hardcore-Insider, dass die teilweise sogar nur wirklich wir verstehen. Genau, die Hörer gefragt werden, was trägst du da eigentlich? Und einfach die Schultern hochgezogen. Keine Ahnung. Well, ja. I don't know. So ein T-Shirt mit das Schichterwocke-UFO. So, Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich fand es gerade mega lustig. Ich habe getrunken, deswegen konnte ich nicht lachen, aber ich fand es mega lustig. Danke, dass du das mitzählst. Das ist in einem Audiokommentar, wird dann nochmal drauf eingegangen, warum wir genau das wollten wir auch mal machen. Wir müssen mal eine Folge besprechen. Es gibt ja diesen Effekt, den DJs auch haben. Wenn die was ins Mikrofon sagen, wird die Musik leiser. Don't drink and drive. Können darüber sprechen. Das sollten wir mal bei einer Podcast-UFO-Folge machen, die wir komplett einfach als Audiokommentar veröffentlichen. Das finde ich geil. Aber veröffentlichen wir dann nur den Audiokommentar oder die Audiokommentar mit der Folge zusammen? Die Folge zusammen, die fängt so an, dann wird die aber ein bisschen leiser, dann hört man, wie wir dann drüber sprechen, über uns selber. So overvoicen wir uns. Wird dann wahnsinnig verwirrend, weil wir es wahrscheinlich auch auditiv nicht richtig hinbekommen, auch im Programm, dass das wirklich leiser wird im Hintergrund. Und man hört einfach 4 Stimmen, 2 davon klingen immer gleich und es ist einfach wahnsinnig wirrwarr. Aber es wird ganz lustig für uns vielleicht mal. Oder wir machen eine Folge, wo wir eine Folge nehmen und eine Spur löschen. Und dann macht jeder eine einzelne Folge mit der vorher aufgezeichneten Folge des anderen. Ja, das hatten wir auch schon mal. Ganz lustig eigentlich. Doch, hatten wir schon mal, die Idee hatten wir auch schon mal. Ja, die Idee, aber nicht gemacht. Früher waren nicht gute Ideen. Ja. Ich schreibe es mal kurz auf, damit wir es nicht vergessen. Aber ich dachte, damit Nils Ruf vielleicht noch mitbekommen. Das kann ich ja auch. Ach ja, den sollten wir ins Boot nehmen. Wenn man auch nicht mehr... Ja, okay. Ja, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war Folge 18. Wir haben damit die Volljährigkeit erreicht, mit all seiner Charme, seiner unangenehmen Momenten, seinen awkward Moments. Ab Folge 21 fangen wir an zu zocken. Sag ich ja, genau. Und ab Folge 25 fangen wir an, über Sex zu reden. Und ab Folge 34 fangen wir an, so ein bisschen benommen auf unser Leben zurückzuschauen. Ja. Und ab Folge 89 sind wir nicht mehr in der Lage, irgendwie auszudrücken, was wir gerade empfinden, und werden immer im 2-Minuten-Takt uns selber wiederholen, wie so ein Loop. Viel Spaß bis dahin. Ansonsten, wir haben 17 andere tolle Folgen, die ihr euch anhören könnt, außer Folge 12 und Folge 6. Ey, warte mal. Was denn? Ey, Folge 6, 12 und 18 sind schlecht. Bam. Oder? Und da liegt jeweils ein Abstand von 6 dazwischen. 3-mal die 6. Also wir wissen genau, wegen wir diese Scheiße zu verdanken haben. Das ist ja krass. Das ist wirklich krass, oder? Falls ihr wissen wollt, wie es mit den beiden Helden im Zoo weitergeht, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Mich selber interessiert das überhaupt gar nicht. Hast du das Gefühl, also müssen Autoren selber der Meinung, Nein, überhaupt nicht. Nein. Glaube ich nicht. Man hat gedanklich, man hat alle Chancen, man kann alles machen theoretisch, man kann über alles sprechen, alles kann passieren. Und im Endeffekt man kann jetzt wirklich eine Breaking Bad-eske Gangstergeschichte aufbauen, die extrem fesselnd ist, aber... Und selbst in unserer Welt, wo alles möglich ist, erleben wir so eine langweilige Story, von der man abends auch nicht auf einer Party erzählen will oder so. Wenn ein Drache vorbeifliegen würde und wir erleben eine Story, die ich selbst, wenn ich so erleben würde, niemandem erzählen würde, weil sie so peinlich ist. Selbst in unserer Fantasie sind wir die uncoolsten Typen der Welt. Selbst wenn wir alle Möglichkeiten haben, entscheiden wir uns für Langeweile, für ein langweiliges Leben, in dem nichts passiert. Diese Pointe war nichts wert irgendwie. Weißt du, so eine 10 Minuten lange Rampe für eine Pointe, die ganz okay war eigentlich. Aber auch so eine Story, die immer langweiliger wird. Ne? Sie beginnt mit Spannung und Spaß, aber endet dann einfach in kompletter Belanglosigkeit und hört dann auch auf. Hört dann vor dem Act-Break einfach auf. Wenn der Spannungsbogen einfach falsch rum ist. Wenn man sich den Spannungsbogen von der falschen Seite anguckt. Ja, genau, so eine Verfolgungsjagd, die immer langsamer wird. Ja. Wenn man mit Platz 1 anfängt und bei Platz 5 aufhört. Zieht sich ein bisschen... Das ist, glaube ich, ziemlich genau, ja. Das Podcast-UFO, warum nicht? Jetzt wisst ihr, verdammt nochmal, warum nicht? Wir uns für diesen Slogan entschieden haben. Letztendlich... Ja, mein Gott, Leute. Vielleicht... Liebe das Podcast UFO, wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer guten Folge. In den 6 Folgen kann man jetzt schon sagen, hört lieber nicht rein. Da laden wir wieder einen Gast ein. Ja, genau. Damit wir noch eine dritte Person in unser Schlammloch mit reinziehen. Okay. Ich denke, wir kriegen aus dieser Grütze, aus diesem Schwall, den wir heute hier von uns gegeben haben, aus diesem Konglomerat aus undefinierbarem Schwachsinn, eine Folge zusammenbekommen, die länger ist als eine halbe Stunde, kürzer ist als eine Stunde, die aber trotzdem Leute sich anhören können. Ich würde deswegen kurz einfach eine Verabschiedung. Also ich werde die nicht hochladen, ohne Witz. Es ist mir halt egal, du kannst ja schneiden, so viel du willst, aber ich werde die nicht hochladen. Ich werde mich persönlich bei jedem einzelnen Hörer erstmal entschuldigen und dann sie vielleicht so hochladen. Schützen vor die Folge werfen. Und ich versuche die Zuhörer abzulenken. Ich versuche bei jedem einzelnen Zuhörer von den allen 28, die wir haben, irgendwie eine Briefbombe zu platzieren oder dass irgendwie ein Autounfall vor der Haustür stattfindet, damit sie abgelenkt sind, wenn die Folge hochgeladen hochgeladen wird und dann schleiche ich mich in deren Wohnung und lösche die Folge, sodass niemand jemals weiß, dass sie stattgefunden hat. Das ist mein Plan. Deswegen, wenn ihr in der nächsten Zeit einen fetten, hässlichen Typen seht, der an eurer Tür irgendwie rumrüttelt, das könnte Stefan sein. Ist Dirk Bach. Das ist wahrscheinlich Dirk Bach, der versucht, aus eurem Keller zu entfliehen. Ich habe mich letztens daran erinnert, was für ein scheiß Kind ich eigentlich war. Also manchmal kommen so ein paar Erinnerungsfetzen hoch und ich kann mich noch erinnern, dass wir mein neues Zimmer, ich bin ja irgendwann in den Keller gezogen, zu meinen Geschwistern, also zu meinen Zwillingen, bin ich in den Keller gezogen, dann sollten wir einen Teppich aussuchen, dann waren wir in diesem Teppichladen und ich weiß noch, dass ich ohne Grund angefangen habe zu heulen in diesem Teppichladen und meine Eltern mich gefragt haben, was ist denn los? Und ich weiß nicht, warum ich jetzt weine, aber ich weine jetzt. Und dann habe ich einfach geheult. Aber das ist und ich weiß nicht genau warum, ich hatte irgendwie einfach das Bedürfnis zu weinen und es war meinen Eltern wahrscheinlich mega unangenehm, dass ihr Kind in so einem großen Teppichladen, in Teppichläden, wo man ja normalerweise extrem glücklich ist und fröhlich als Kind auch und dass ich da weine, das wahrscheinlich total unangenehm für die war. Aber ich weiß noch genau, dass ich damals gesagt habe, ich weiß nicht, warum ich jetzt weine. Das ist ein scheiß Kind. Das ist ein mega scheiß Kind. Kann man auch nichts machen. Ich erinnere mich an eine Szene, so als wäre mein ganzes Leben Film gewesen, wie ich damals auf einer Hochzeit war und es war alles leise, war in der Kirche und dann habe ich einfach in eine Zigarette gefasst. Einfach so in die Zigarette meines Vaters einfach so reingefasst mit der Hand und dann einfach angefangen zu heulen, als wäre es das Schlimmste der Welt, was für ein Kind, glaube ich, auch ist, einfach so eine Zigarette zu... Du warst 17. Das ist schon hart. Das war letzte Woche, aber gut. Das ist schon, glaube ich, ziemlich hart, weil du schaffst dir einen Grund zu heulen und da war ich dir, glaube ich, ein bisschen voraus, weil ich nicht einfach geheult habe, sondern erst... Ja, dann fasse ich halt in Zigarette. Du hast die Kausalkette verstanden, ich verstehe schon, das ist nicht doof. Nee, die habe ich übersprungen einfach. Ich habe direkt, ich will weinen, also weine ich. Ja, ist ein ganz gutes Bit. Könntest du vielleicht in deinem nächsten Stand-Up-Programm... Apropos Stand-Up, was war das? Erstmal danke an die Leute, die wirklich da waren. Ja, um es noch zusammenzufassen, wir haben ja damals, glaube ich, bei der Maxi-Schettenbauer-Folge oder so, haben wir angekündigt, dass wir mal ein Stand-Up... Bei Luke Mockridge auch. In der Folge davor. Und wir haben in der Folge Stand-Up haben wir das angekündigt. Dass wir mal ein Stand-Up machen möchten, 5 Minuten, und haben uns tatsächlich einen Termin gebucht. Der kam dann immer näher. Ich hatte mein erstes Programm geschrieben für Maxi Stettenbauer. Das hat dann zum ersten großen Debakel geführt. Dann bei Luke Mockridge haben wir weiter geredet. Und jetzt ist es tatsächlich endlich passiert. Wir haben allerdings es nicht mehr tatsächlich veröffentlicht, weil wir nicht wollten, dass Leute kommen, weil wir Angst hatten und uns geschämt haben. Ja, ich habe auch sehr viele Leute ausgeladen, und noch ganz spät. Also aktiv angeschrieben, du, Folgendes, ich trete morgen auf, komm bitte nicht. Folgendes, ich kann morgen doch nicht. Ich habe spontan abgesagt und so ganz offensichtliche Lügen habe ich verbreitet. Aber es sind dann am Ende doch ein paar gekommen. Fand ich aber auch jetzt nicht schlecht. Ich fand es, glaube ich, sogar ein bisschen besser, als wenn da jetzt niemand da gewesen wäre, der einen sehen wollte. Ja, aber das waren die absoluten Hardcore-Fans. Also dann nochmal große Props an alle, die da waren. Vielen Dank. Ja, danke an alle, außer an die Creeps, die nachher noch uns zur Dönerbude verfolgt haben. Genau, das fand ich da möchte ich nochmal sagen, so geht's nicht. So geht's wirklich nicht. Denkt da mal nochmal drüber nach, vielleicht. Mich haben noch ein paar Leute angeschrieben, die gesagt haben, sie haben sich nicht getraut, uns anzusprechen, aber trotzdem da waren. Ja, was natürlich die Frage aufwirft, waren da überhaupt normale Menschen anwesend tatsächlich oder waren es alle so inkognito Podcast-UFO-Hörer, wir haben schon gesagt, irgendwie so einen geheimen Ohrring tragen oder irgendwie so ein Tattoo auf der Hand haben? Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, wir haben schon gesagt, es wäre geil, wenn Podcast-UFO-Hörer sich, ohne sich zu kennen, zu erkennen geben. Und deswegen fänden wir es ganz geil, wenn die irgendwie so ein Mal hätten. Irgendwie so ein schwarzes Tattoo oder so, irgendwie, weiß ich nicht, so eine Ziffernkombination, die sich einfach so zeigen, dann einfach bedächtig zunicken und dann ihre Tätigkeiten fortführen. Finde ich sehr geil, ein sehr cooles Bild. Kümmert euch da mal vielleicht drum. Ja, wir dachten, dass wir vielleicht beim nächsten öffentlichen Auftritt einfach das T-Shirt machen, dass sie das T-Shirt tragen sollen. Aber natürlich wissen wir um unser Klientel, sind alles schüchterne Jungfrauen, die nicht angesprochen werden möchten. Und deswegen würden die dann natürlich ironisch ein anderes T-Shirt tragen, dann Radio Nukular-T-Shirt tragen. Und dann wieder ironisch, doppelt ironisch dann doch ein Podcast-UFO-T-Shirt tragen oder das weiße Podcast-UFO-T-Shirt, was sich tatsächlich sehr gut verkauft. Ja, es ist der Bestseller. Dafür nochmal, dass ihr uns unnötig Geld in den Rachen werft und die Ausbeutung von kleinen Kinderhändlern unterstützt, damit ihr ein weißes T-Shirt habt. Geil! Finde ich richtig gut. Auch als Weihnachtsgeschenk super gut zu haben. Einfach der Oma ein weißes Podcast-UFO-T-Shirt schenken, das es völlig unbedarft im Bingo-Club trägt und eigentlich indirekt Werbung für unseren Podcast macht und es gar nicht weiß. Das will ich gar nicht, und es weiß, ne? Ich finde das so lustig, wenn Leute wirklich sich ironisch dieses weiße T-Shirt kaufen mit dem weißen Logo drauf und irgendwie es so Situationen gibt, wo man das aber erkennt. Zum Beispiel, genau, so unter Rotlicht, wenn man das unter so schönen weißen Hemden trägt. zum Beispiel, auf Hochzeiten oder sowas, und man dann im Bestimmten, das Licht bestimmt fällt, man dachte, man zieht sich einfach ein neutrales T-Shirt an, aber wenn das Licht bestimmt fällt auf der Tanzfläche, sieht man da drunter dieses Podcast-UFO-Logo scheinen oder so. Ey, ich hab die Idee. Das Podcast-UFO-Wet-T-Shirt-Contest-Parade. Das ist auch geil, weil wenn das T-Shirt nass wird, da wird sich das ja abzeichnen. Ne? Mega gut. Also ideal für den nächsten T-Shirt-Contest. Mega gut. Das heißt, falls ihr noch nicht wisst, was ihr Mama oder Oma schenkt, falls ihr die Slackline irgendwie vom letzten Jahr noch nicht mehr habt, schenkt ihr einfach so ein T-Shirt. Und sagt, geh mal zu Onkel Karl und guck mal. Aber wie fandest du das? Wie fandest du diesen Abend? Also diesen Stand-Up-Abend, diesen, wo du noch wahrscheinlich oft in deinem Leben dran zurück, also solltest du da zumindest in die Richtung gehen, Stand-Up-Comedian, wird das ein Abend sein, wo du auch oft dran zurückdenkst? Und findest du, es war ein Abend, wo du oft dran zurückdenken willst? Ja, das erste Mal vergisst man nie. Und ganz kurz, wir haben es ja auch aufgenommen, ne? Also für alle, die sich jetzt fragen, oh, schade, dass ich nicht dabei war, warum habt ihr nichts gesagt, was soll das? Ihr werdet es gleich im Anschluss hören tatsächlich, aufgezeichnet mit allen, ich sag mal, Lachern, die tatsächlich vom Publikum kamen. Aber tatsächlich, aus einer Metaperspektive war es leider sehr unlustig alles, weil es ganz normal war eigentlich. Wir haben weder komplett versagt, noch haben wir irgendwie mega abgeräumt. Eigentlich war es, wie man es sich erwartet hat. Wir sind da raufgegangen, haben ein paar müde Gags erzählt, ein paar Leute haben gelacht. Stefan hat tatsächlich ein paar richtig große Lacher bekommen. Ja, aber ich habe auch ganz viele Blogs vergessen. Und was im Nachhinein vielleicht besser war. Ich habe meinen ganzen Harry Potter Part vergessen, weil aber auch der erste Harry Potter Gag einfach gar nicht angekommen ist. Vielleicht habe ich dann unterbewusst gedacht, okay, cut it. Gab es nicht diesen einen genialen Fall von irgend so, wo jemanden umgebracht hat, irgendwie so ein kleines Kind umgebracht, dann irgendwie so, oh, der ist weg. Sorry, vorbei. Gab's diesen genialen Fall? Und dann haben die einen Zeitungsartikel gedruckt, wo die geschrieben haben, oh, Kind ist tot. Klar. Nee, und dann hat sich tatsächlich der Mörder zu Wort gemeldet, hat gesagt, Freunde, pass mal auf. Ist noch gar nicht tot. Und atmen noch. Und der wollte so, weil es gibt ja manchmal so Serienmörder, die genießen dann auch die Aufmerksamkeit und spielen dann so mit den Medien so Zodiac. Ja, erzähl mehr von zu Hause. Ja. So versteckte Botschaften. Und der dachte, er ist ganz clever und er schickt der Presse ein Bild von sich, aber mit so einem Bildeffekt bearbeitet, so einem Strudel, dass der so eingedreht ist, dass man den nicht erkennt. Und dachte so, ihr findet nie, wer es ist. Yep. Und die Polizei halt einfach straight Effekt reverse. Umdrehen, whoop, reverse, zack, gefunden, verhaftet, down. Ey, der hat sich schon so clever gefühlt, so, ja, yeah, geil, mich kriegt der nie. Und er so, Moment mal, und Apfel Z, okay, haben wir, gut. Du da drüben, verhaftet. Also die Photoshop-Datei mitgeschickt. Aber der wird auch im Gefängnis sitzen am Tag und denkt sich, du Vollidiot einfach. Die werden nie auf dich gekommen. Der wird das nicht gerafft haben. Der hat einfach mit einem Zellinsassen noch erzählt, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. Die besten Leute. Der denkt sich, ich bin so genial bei Photoshop. Hätte einfach ein Emoji drüberlegen können. Das hätte alles wäre smarter gewesen als das. Wow, das mit dem Emoji ist so richtig asozial, fällt mir gerade auf. Auch noch diesen Smiley. Nein, der Smiley mit den Affen, der so macht. Ja. Und das über das Gesicht eines Mörders. Der so, oh, hahaha, ups. Gibt's eigentlich so ein Smiley, so Finger vor dem Mund? Ja. Echt? Es gibt auch du hast den Experten eingeladen hier. Max kennt jeden Smiley. Das ist ein Emoji-Hater. Und auffällig, wir sind genau gespiegelt, unsere Körperhaltung. Ich habe mein rechtes Bein auf mein linkes Knie gestützt, du andersrum. Bist du ein Linksbeiner oder was? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, jetzt mal, hat das was mit Rechts- und Linksträger auch zu tun? Weil, macht das was aus? Ich weiß es nicht. Aber tendenziell ist, glaube ich, egal. Auch im Kino ist es halt immer so, dass ich mich quasi der Wille entsteht in meinem Unterbewusstsein, dieses Bein überschlagen zu machen, aber nicht dieses vollständige Überschlagen, sondern dieses Fußenkel, Fußknöchel auf Knie. K auf K. KKK. Und das entwickelt sich bei mir im Unterbewusstsein, wird dann aber bewusst ins Bewusstsein gespült, weil die sagen, fuck, das geht nicht, weil die Sitze für seine langen Beine viel zu nah aneinander sind. Und dann sagt das Unterbewusstsein, Scheiße, spült ins Bewusstsein. Und dann kommt so ein Blitz aus den Nerven in mein Gehirn geschossen, das mir sagt, ich habe gerade diesen irrationalen Wille, mein K auf K zu machen. Und dann muss ich mich halt, wirklich wie so eine Tonübung machen. Ich muss mich im Sitz hochschieben, muss dann beide Beine hochnehmen ein bisschen und dann das ist quasi so, ich muss ein Bein zur Hilfe, ich muss eine Hand zur Hilfe nehmen. Oh Gott, die Hand, das ist, nee, diese K-auf-K-Stellung drückt ja Coolness aus. Und ich wollte das immer machen, weil ich habe immer Etienne Gardet gesehen, der das gemacht hat. Der ist war cool. Aber einfach lange Zeit einfach zu fett. Und nichts ist peinlicher als... Ja. Man kann zu fett sein für diese Geste? Auf jeden Fall, klar. Du kannst einfach deine wulstigen Oberschenkel nicht aneinander drücken. Aber du kannst sie schon heben, ne? Weil die sind ja auch massig. Die sind 2 Tonnen. Ich konnte ein Stück ja nicht heben. Und nichts ist unangenehmer. So ein großen Kran, der so... Nee. Ja. Nee. Aber vom TT nochmal zurück zum KFK. Ich war ja sehr fett und es gibt nichts Unangenehmeres als der missglückte KFK. Du willst deine wulstigen Beine übereinander schlängeln. Genau, der MKK. Du willst es und du schaffst es nicht ganz und du merkst, Krämpfe bilden sich schon beim nur kurzen Anheben. Und dann musst du kurz bevor du mit deinem K das andere K erreichst, wieder abdrehen und wieder zurück zur Bodenstation und wieder absetzen. Das ist sehr unangenehm. Aber eines Tages habe ich es geschafft. Wie spielst du das mit deinem Gesicht, dass du sagst, wow, ich kann kein KFK machen und dann, oder hast du einfach durchgezogen? Hast du einfach abgebrochen? Eher so ein mir ist noch was eingefallen und dann stehe ich danach auf. Dann hebe ich meinen Wulst. Um ein Stück Kuchen zu holen. Und das ist so ein Teufelskreis. Es ist wie ein Teufelskreis. Ja, immer wenn du es neu versuchst, dann denkst du, ich habe ein bisschen was abgenommen und dann zack und wieder direkt ins Kuchenbuffet reingefallen. Ja, bei mir ist halt so, dass ich halt, wie gesagt, die Hand zur Hilfe nehmen muss, dann das Bein drüber schlängeln muss. Du kannst nicht das Hand zur Hilfe auf. Muss ich machen, sonst komme ich im Kino nicht über ein anderes Bein drüber. Was dazu führt, dass man Knie... Nee, probier's mal ohne Arm, das schaffst du doch. Nee, nicht wenn Nimm mal deinen Fuß. So. So müsst ich's machen. Aber merkst du, was da passiert? Mein Oberkörper richtet sich auf, 8 Meter nach oben. Ja, ja. Dadurch kann die hinteren Zähne rein, kann nichts mehr sehen. Mhm. Und mein Knie drückt halt von den Vordermann immer so einen coolen Beat, dass der vor mir halt immer so nach vorne geworfen wird, während der Film läuft. Ja. Wie so ein 4D-Effekt. Wenn gerade so eine Raumschlacht am Start ist, wird immer so nach vorne geschubst von mir. Das ist eigentlich auch eine schlechte Aufgabe, dem Typen vor sich während des Films zu vermitteln. Das Kinoerlebnis noch ein bisschen cooler zu machen. Man wäre in einem 4D-Film und danach der Kino so, ey, mega krass, ne? Wie der Habt ihr das auch gehabt? Und also, nein. Diese eine Person hat Spaß, aber dafür müssen 5 Personen auch mit so einem Föhn von hinten und dann so Geruchsstoffe. So ist es eigentlich immer, dass ich mir viel vornehme, aber dann schrumpft es immer mehr. Schlafen ist so strange, oder? Ja. Ich finde das ganz komisch. Das sind diese Dinge, die man machen muss einfach, die so anfallen. Und die kann man auch nicht verhindern. Was macht man denn genau? Man verarbeitet Dinge? Was verarbeitest du denn in deinen Träumen? Du, das ist eine weitreichende Frage, aber ich habe auch mal so eine Schlafdoku gesehen, wo es hieß, dass das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe es noch nicht verstanden, dass Wissenschaftler nicht genau wissen, warum man schläft. Und die einzige Begründung war, weil man müde ist. Also weil der Körper, eine gewisse Müdigkeit erzeugt, aber was genau der Körper damit bezwecken will, kann man, also ich meine, jeder versteht, dass Schlaf notwendig ist. Ja, vor allem, und dass man sich schlecht fühlt, wenn man nicht schläft. Aber warum jetzt das genau notwendig ist, weiß man nicht. Ich will in meinem Leben nur eines. Und darauf arbeite ich hin. Scheiß auf Karriere, scheiß auf alles andere. Ich will mich irgendwann, wenn es zur Not auch einschläfern lassen oder einfrieren lassen, um den Moment mitzubekommen, wie wir auf andere Aliens stoßen, auf andere Rassen im Universum. Mhm. Weil, stell dir mal vor, wir treffen auf eine Rasse, die nicht schläft. Ja. Und wie strange das für die sein muss, wenn plötzlich einfach die reden mit uns und plötzlich schlafen wir ein und dann wow, was ist jetzt los? Es gibt Tiere bestimmt, die nicht schlafen. Es gibt auch Tiere, die nicht altern. Regenwurm? Ja. Also ich meine, so einen ganz kleinen Bereich, so Bakterien werden nicht schlafen. Und was träumt ein Regenwurm? Oh, Erde. Erde. Regen. Albtraum, Sonnenschein, trocken. Oh, wenn Regen sind immer trocken, dann ist es auch ganz eklig. Mhm. Tut das leid dann? Mir tut es nicht so leid, weil die kein Gesicht haben, kein offensichtliches Gesicht. Ich brauche bei Tieren immer so ein offensichtlich. Ich auch, ja. Ich brauche Augen und Augenmund. Ja, das stimmt. Ja, oder halt irgendwie so was Kopfähnliches, so wenn du weißt, tun dir Pflanzen manchmal leid? Ja. Welche denn? Aber nur so, wo man Fleischfresse, die so ein Gesicht, so Gänseblümchen mit so 2 Blättern, die so Arme sein können und das Gesicht, wenn das so runterhängt und man denkt, oh, das tut mir schon manchmal ein bisschen leid. Pflanzen manchmal? Doch. Ja. Mein Glöckchen. Narzissen. Das ist so ich habe das damals im Filmfehlerforum tatsächlich diskutiert. Fehler-im-film.de habe ich mich lange rumgetrieben im Filmfehlerforum und solche Sachen rausgeguckt, weil ich sehr einsam war. Tatsächlich. Das ist der Hauptgrund, ja. Und mir einfach Filme ruinieren wollte. Das sind die schlimmsten Menschen, die Filmfehler suchen. Ja. Das ist grausam. Die einzige Freude, die man an Filmen hat, ist sich der Fiktion hinzugeben und dann zu sagen, wir suchen jetzt einen Fehler da drin. Es ist furchtbar. Du bist ein Unmensch. Und die ganzen Leute aus deinem Scheißforum auch. Ich weiß, ich war ein Riesenarschloch, ich war früher Anglizismusgegner, habe jeden korrigiert, der irgendwas gesagt hat. Und auch hier, Jack Spatz irgendwie wäre so nicht durchgekommen. So, das gab es zum Beispiel in WoW, in World of Warcraft, gab es eine große Lokalisierung, dass alles aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde und auch die Eigennamen, der Charaktere. Also da gibt es dann eine Jaina Proudmoore, die heißt dann später Jaina Prachtmeer. Also ihr Name wurde auch einfach übersetzt. Weil das jeder ist genauso, weiß, dass Moore mehr heißt. Ja, das ist genauso, wenn du Jack Sparrow halt in Jack Specht übersetzen würdest, der halt dann schon mal nicht mehr so cool ist. Oder Jack Spatz, glaube ich. Das wäre auch nicht Jack. Jack Spatz. Würde ich mal behaupten, das wäre auch nicht Jack. Jakob Spatz. Ja, es wäre Jakob Spatz. Dagegen, Kapitän Jakob Spatz. Dagegen Wilhelm Dreher kämpft. Und Elisabeth Schwan. Erleben zusammen eine romantische Reise. Wilhelm Dreher und Jakob Spatz. Das ist schon echt nicht. Und man kann auch die Musik nicht mehr vorstellen. Das ist eher so eine romantische. Wilhelm Dreher und Jakob Specht auf großer Reise. Aber zusammen wollen sie die Goldmünzen des fiesen der Barbarossa auf der schwarzen Perle besorgen. Ja, aber genauso war das damals auch. Da haben sich viele darüber aufgeregt, aber ich war da Parteilinie. Ich habe auch alle nur noch beim übersetzten Namen genannt. So, das war dann auch für mich völlig in Ordnung. Mhm. Ja, war eine harte Zeit, aber auch scheißegal, ne, wenn man drüber nachdenkt. Auch habe ich mir da immer einen Döner geholt, einen schönen Döner. Und ich weiß nicht, wer gerade an der LMU München studiert. Geht mal, gibt's glaube ich in ganz München die Kette Olivia oder Oliva, so grüne Schrift. Besten Döner man nennt aber seinen Dönerladen auch nicht Olivia. Man nennt auch seine fucking Frittenbude nicht Natascha. Ey, so, ein guter Dönerladen muss für mich einen unaussprechlichen Namen haben. Wenn ich einen Dönerladen so, gehen wir heute zu Harry, der hat keinen guten Döner. Der muss so, Bock de Lütsch. So muss der klingen. Guter Döner. Mein Lieblingsdöner ist immer, ändert sich jeden Monat aus steuerrechtlichen Gründen zum einen. Okay. Das sind die besten Döner. Und die haben solche Namen. King-Döner, Döner-King, Döner-King, Kong. Ja. Sowas halt. Mhm. Also auch nicht zu viel Kreativität. Wenn man merkt, da fließt zu viel Kreativität in den Namen, sage ich, nee, mehr Kreativität in den Döner. Das stimmt. Mehr, weniger im Namen. Ja. Kann ich vielleicht noch ein bisschen Kreativität von da oben haben, von dem Schild haben, bitte? Und das bitte in meinem Dürüm haben, Dankeschön. Willst du den kreativen Döner haben eigentlich? Nee. Guck mich nicht so an hier, guck mich so angewidert an hier. Ja, ich habe gerade daran an einen schönen Döner gedacht und daran, wie ich jetzt mein Essen umstelle und dachte mir dann, fuck. Habt ihr mal über siamesische Zwillinge nachgedacht? Nee. Um das mal zu machen, die Operation? Der nächste Schritt, der nächste logische Schritt. Das wäre, glaube ich, ganz geil. Es gibt ja in Amerika dann diese komische Reportagen über ein Mädchen, die hat einfach... Die Schwester am Kopf, genau, ne? Habe ich gesehen. Aus der Schulter raus. Würdet ihr die grüßen auf der Straße? So als Zwillinge würde man die grüßen? Ja, man hat so einen Zwillings, so sieht man jetzt nicht, aber die drei Finger gekreuzt, der andere dahinter und dann sagt man... Das ist die internationale Zwillingsbegrüßung, Geil. Aber ich merke schon, Zwillingsthemen nerven euch. Aber wer kontrolliert denn die Beine bei diesem Mädchen? Ich glaube, einer links, einer rechts. Überlegt mal, die eine hat einen Freund und die wird... Überleg doch mal realistisch jetzt mal. Wenn du wirklich so ein siamesisches Zwillingspaar hast, werden die, ich sehe immer nur diese Babys. Wenn man die nicht trennt, werden die auch erwachsen? Hallo, du hast ja doch gerade erzählt. Das gibt's doch. Das gibt's doch. In Amerika ist das. Die haben die anderen Charakter. Das war RTL, die 25 schrägsten Menschen der Welt. Und da waren die immer dabei. Immer dabei. 8 Mal schon neu vertont. Dann steht da Per Kussmark. Jürgen Milz, was ist das denn? Ja, 2 Köpfe. Also sie stoppelt. Wann hast du das letzte Mal das Wort schräg benutzt? Schräg. Klingt wie so eine Einshow, ne? Schräg, aber lustig. Nee, jetzt mit Jochen Schropp. Mit Luke Mockridge. Echt? Ja, so eine Impro-Show, wo die Bühne ist. Nee, das war Jochen Schropp. Stimmt. Was ich mich frage bei siamesischen Zwillingen ist Mord. Wenn die einen Mord begeht... Weil einerseits kannst du einfach sagen, die darf nicht ins Gefängnis, weil scheiß drauf. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht einfach eine unschuldige Person ins Gefängnis stecken. Ja, aber da ist 2 Versuche. Wenn die noch einen Mord begehen. Was, wenn die eine die Todesstrafe bekommt? Ja, aber kommt doch an, wer bei diesen Schwestern aus Amerika, bedient denn die Hände und die Füße? Richtig. Was ist denn mit dieser ominösen Schwester? Ich kenne das nicht. Worum geht's? Ich bin nicht so oft auf Bild.de. Sag mal, was da ist eine ganz normale Frau und dann hat die eine Schwester, eine Zwillingsschwester, die kommt aus der Schulter raus. Nee, so funktioniert's nicht. Doch, ist aber so. Dass die eine Schwester nur der Kopf ist. Das sind 2 Frauen. Nein, das ist so. Das ist eine Person. Das ist eine gestandene Frau. Fühlt die denn was? Fragt sie doch. Die Finger? Oder hat die nur einen Kopf? Also muss die auf Toilette? Ich verstehe. Hat die nur einen Kopf? Aber ja, aber es ist ja 2 Köpfe und 2 Arme, 2 Füße. Wer kontrolliert das? Ich glaube, die steuern das halt gemeinsam. Halt. So linke Seite, rechte Seite. Augen im Haus. Der Horror. Wie diese bei Star Wars gibt es doch diese Raumflieger, wo es 2 Cockpits gibt. Beide haben Lenkrad. Wenn diese beiden nach außen, was passiert denn dann? Fliegen die so auseinander. Ja, wie bei den Simpsons, wo Maggie fährt, wo ich mir auch mal denke, so, wer lenkt das Auto? Hey, Maggie lenkt das Auto, es gibt Unfall. Nee, Marsch. Gott sei Dank Marsch. Ja. Gibt es Vorurteile über Zwillinge von Leuten, die keine Zwillinge sind? Nee. Ihr seid auch gut auseinander. Ihr seid gut auseinanderzuhalten, finde ich. Was erzählt man sich auf den Straßen über Zwillinge? Ach gut, also viel Gutes, eigentlich, ja. Aber es gibt immer mehr Zwillinge, finde ich. Jetzt auch so im prominenten Bereich. Das ist hip, Lisa und Lena, die Lochis. Das stimmt, wir. Ich hab immer gesagt, wir wären die einzigen Prominenten aktuell, aber es gibt ja so viel mehr. Jetzt. Hättest du dich aktuell mal kurz Zwischenfrage, wenn wir mal wären, aber uns sind ja ganz viele Leute voraus. Meisen? Die Meisen-Zwillinge, Ratiofarm-Zwillinge. Stimmt, Ratiofarm. Hat Ratiofarm mal angefragt bei euch? Ja. Nein, ernsthaft? Das dachte ich mir. Die lustige Geschichte, wir waren beim 99 Fire Film Awards, kennt ihr ja wahrscheinlich. Gut, auf der Berlinale, wo die richtig geilen Sachen ausgezeichnet werden. Und dann, das war gesponsert von Ratiofarm und die beiden Zwillinge haben auch immer diesen Scheck dann übergeben. Wir stehen dann gerade um 2:30 oder so im Gang, wollten nach draußen. Da kam das ganze besoffene Ratiofarm-Team, bestehend aus 2 Mitte 40-jährigen Männern und einer Mitte 40-jährigen voluminösen Frau. Aber sehr gesund alle. Und hat gesagt, oh, Zwillinge sehen aber super süß aus. Und dann, da haben die gesagt, wer sind die denn? Ja, von Ratiofarm und so. Wir sollten uns bei denen melden und sowas. Haben wir auch gemacht, es gab kein Feedback. Nee. Wenn wir nebeneinander säßen in einem Raum und die in eine Richtung gucken, das wäre echt cool. So ist ja auch mal die Frage, wenn man sich mit Leuten trifft, so Date oder sowas, wie setzt man sich hin? So lustig. Ne? Immer so ein Comedy-Fakt, einfach nebeneinander zu sitzen und leer in eine Richtung zu starren. Das ist immer geil. Irgendwann wird man ja sehr alt. Ist das so? Wenn man Sätze einfach nicht zu Ende spricht. Der Anfang lustiger ist als das Ende. Wenn man irgendwann sehr alt wird, dann gibt es auch diese Cafés, wenn man halt so in Kurstätten oder halt so Badeorten ist. Ja. Zum Beispiel, wo ich mal früher war, am Timmendorfer Strand, da gab es dann immer geile Cafés, wo einfach sehr viele alte Menschen saßen, die in die gleiche Richtung geguckt haben und immer so den Leuten hergeguckt haben, die gerade die Promenade entlang laufen. Ja. Und man geht entlang und dann sieht man wirklich bei einem Tennismatch, sieht man die ganzen Augen, gucken immer dich an, das ist echt lustig. Und ich glaube, je älter man wird, umso lieber guckt man in eine Richtung. Ja, auch Menschen. Desto lieber synchronisiert man das sozusagen, glaube ich. Aber zum Beispiel auch einfach die unangenehmste Gesprächssituation ist 3 Leute an der Bar. Ist, finde ich, so mit das Schlimmste, was man haben kann. Oder 4 Leute an der Bar. Wenn einfach 4 Leute an der Bar sitzen und einfach 2 in der Mitte unterhalten sich und die außen dann so, ja, cool, kann ich noch mal eine Seilstange haben? Du musst schon sehr laut sprechen. Ja. Und der in der Mitte, wenn er gerade irgendwie, wenn die über ihren Job reden und der in der Mitte nicht mitreden kann, dann wird über den hinweg gesprochen. Stefan war gerade so aufgeregt und zittrig, dass sein Mikrofon aus der Hand gefallen ist, weil er endlich mal was sagen kann, weil er endlich mal sagen kann, dass er Erfahrung mit sozialer Interaktion hat. Oh, ich kann zeigen, ich habe Freunde, ich kann zeigen, ich war auch schon mal in der Bar. Ich würde sagen, wie Kommunikation in Bars schief geht. Ja. Damit kenne ich mich selber da aus. Genau, ja. Genau. Und man ist immer die Person außen. Man ist immer die Person, wo man sich auch fragt, das ist ja auch eigentlich immer eher zufällig, wo man an so einem Tisch sitzt, aber immer die sozialen Idioten sitzen auch immer an den dummen Stellen. Also das gehört genauso zum sozialen. Ich bin sehr schnell schlecht gelaunt, wenn ich auf den falschen Plätzen sitze. Ja, extrem. Ich bin am Anfang mal sehr, sehr bewusst, achte ich darauf, wo ich mich hinsetze. Ja. Ich frage mich, ob das nur mir so geht. Aber also ich versuche das tatsächlich auch immer. Stark. Und zum Beispiel jetzt bald... aber wir sind auch beide socially sehr awkward. Ja, aber deswegen, je mehr man socially awkward ist, desto mehr muss man ja dagegen arbeiten. Desto mehr selbstreflektiert ist man sich des Problems ja bewusst und weiß, man ist socially awkward und muss dem möglichst gute Situationen schaffen. Nicht jetzt wie Dave, der irgendwie von der anderen Tischseite irgendwie noch Annika beeindrucken kann, weil er irgendwie Salzstangen auf sie wirft. Die coolsten Namen, die dir eingefallen sind. Okay, nochmal. Dave war ein bisschen zu cool. Ja. Bleiben wir auf dem Boden. Annika. Aber was ist denn ein cooler weiblicher Name? Charlotte. Lynn? Zoe. Ist Zoe cool? Na, man weiß es nicht. Also zum Beispiel jetzt bald habe ich ein Treffen mit einigen Leuten und ich weiß, dass ich 2 Stunden zu spät komme. So. Und ich weiß jetzt schon genau, wie es aussieht. Du überlegst jetzt schon genau, wie du dich hinsetzt. Ja, genau. Ich überlege mir jetzt schon, ob ich im Vorhinein nicht sagen soll, so, hey, wir sind ja gute Freunde und so. Könnt ihr vielleicht irgendwie einen coolen Platz für mich freihalten? Weil es kommt, also unser innerer Freundeskern, die wir uns schon ewig kennen, und noch ein paar andere Leute. Und ich weiß genau, wie es aussehen wird. Der innere Freundeskern sitzt in der Mitte irgendwie cool zusammen und hat Party und außenrum, so wie bei so einem Gangbang, so die unattraktiveren Männer sind immer weiter außen. Wie so eine Zwiebel. Nach außen hin wird's immer angegriffen. Also. Du sagst Zwiebel, ich sag wie ein Gangbang aufgebaut, wo man auch immer so merkt, wo man in einem die Gangbang... Die Vergleiche sagen viele bei Leute aus. In einem Gangbang kann man immer genau merken, wie gut man ist, je weiter man außen steht. So, das ist bestimmt genau dasselbe wie bei einem sozialen Gefüge, ist auch ein Gangbang, wo du merkst, okay, ich bin in der 3. Linie und hol mir gerade einen runter, ich werde wahrscheinlich heute nicht mehr zum Zug kommen. Weißt du auch genau, wo du bist einfach. Du kannst es genau abhängig machen. Je weiter weg von der Frau du bist, desto schlechter bist du einfach. Daran kann man es genau ablesen. Und jetzt habe ich diese Situation... Oder eben eine Torte. können auch. Nee, schade, funktioniert nicht. Danke trotzdem für deinen Beitrag. Aber jetzt habe ich auch bei so einer Situation, ich weiß genau, wie es ablaufen wird. Ich komme zu spät und hol dir noch einen Stuhl aus dem Keller und oder setz dich aufs Skateboard, okay. Oder geh doch einfach wieder nach Hause, du bist jetzt zu spät, lohnt gar nicht mehr. Oder geh wieder nach Hause, was? Okay, cool, ja. Aber ich glaube, der Auftritt ist alles. Also das sage ich mir immer, der Auftritt ist alles. Wenn du zu spät kommst, ist schon mal ein bisschen cool. Weil du stehst im Mittelpunkt plötzlich. Leute reagieren auf dich. Leute müssen aufstehen, um dich zu begrüßen. Ja. Mädchen stehen auf, um dich zu umarmen. Mm. Du bist aber auch tatsächlich immer sehr fordernd. Also mir fällt gerade ein, du stellst dich hier so da als, und dann kriege ich keinen Sitzplatz mehr. In der Redaktion ist es immer so, ich komme 2,5 Stunden früher, komme extra noch vor Redaktionsbeginn, setze mich hin und Stefan kommt an, nee, ich sitze hier. Ich bin im E-Mail-Verteiler, du nicht. Steh auf. So, herrschte mich an. Und man muss dir dann auch gehorchen. Ne? Aber das ist genau dein Wunderpunkt. Du warst einmal nicht in einem E-Mail-Verteiler letzte Woche. Und das war so, hat ihn richtig angefressen. Mich, ja. Wenn alle im E-Mail-Verteiler sind, nur man selber nicht. Das ist einfach eine dumme Situation. Das ist Mobbing. Es gab in der Firma gab's eine Internliste. Oh shit. Eine Internliste. Und ich war fest angestellt hier. Und habe schon ein Jahr hier gearbeitet. Und dann kamen Praktikanten plötzlich an. Hey, geile Story da. Und ich so... Ganz kurz. Was ist gerade passiert? Ja, in der Internliste. Voll geil. Ach so, das meinst du? Ja. Total gut. Ja, genau. Warum bin ich da nicht drauf? Ich arbeite ein Jahr ein bisschen fest angestellt. Wir müssen Praktikant. Ja. Aber jetzt, mittlerweile bin ich in der Internliste. Mittlerweile, ja. Gut. Ich nicht. So. Naja, auf jeden Fall. Aber der Auftritt ist alles. Ich kriegst keinen Auftritt hin, dass du Leute vom Stuhl aufscheuchen kannst, oder? Also ich meine, benutze dann die Situation, dass irgendwie Melinda aufsteht, um dich zu umarmen und du im gleichen Atemzug sie umarmst, dich einmal drehst, vielleicht im Takt der Musik so ein bisschen, wir tanzen, drehst dich, setzt dich auf ihren Platz und übernimmst direkt ihr Essen und machst dann so weiter. Das wäre der coolste Move. Das wäre ein ziemlich cooler Move. Probiert das mal aus. Fürs Wochenende bitte probiert mal Folgendes aus und nehmt euch bei einer Party, klaut einfach mal einen Platz. Das ist unsere Aufgabe an die Podcast-UFO-Hörer. Klaut einen Platz auf einer Party. Und nehmt es auf und schickt uns also Wein. Ja. Bei Skype. Als Voicemail. Genau, per E-Mail. Bitte in RAR-Format. Verpackt. Genau. Sag mal, kennst du eigentlich Dog TV? Dog? Ja. Wie Dog. Genau. Und das ist, man denkt jetzt, okay, Dog TV ist halt ein Fernsehsender für Hundebesitzer, da werden dann irgendwie Hundeleien getestet. Wie ich mir vorstelle, man macht eine GoPro auf einen Hund und schaltet von Hund zu Hund quasi. So stell ich mir, ist es das? Nein. Aber wäre lustig. Schreib das mal auf für unsere Tele5-Video. Okay, warte, ich schreibe es auf. Also GoPro auf Hund und dann? Auf Hund, ja. Schreibt man das jetzt zwischen Hund und Katze. Und dann kann man das Verhältnis zwischen Hund und Katze beleuchten. Und das ist dann eine Minute lang lustig und danach nur noch nervig, weil Hund einfach den meisten Tag nur noch rumliegt. Den meisten und Zeit zwar ist Dog TV Fernsehen für Hunde. Wie gut. Und es ist kein fucking Witz. Das ist Fernsehen, wo die Hunde Fernsehen schauen sollen. Und Hunde haben ja irgendwie ganz andere Augen als Menschen, die sehen ganz andere Farben. Die sehen ja gar keine Farben, oder nicht? Das kann auch sein, oder irgendwie so Graustufen oder so. Das heißt, dieses Programm besteht hauptsächlich aus komplett psychedelischen Farben, die irgendwie rumflackern, irgendwelche Dinge, die durch die Luft fliegen, irgendwie so ein Hund, der am Strand steht und dann wackelt alles. Total psychedelische Klänge und oh Gott. Wo ich mir echt denke, wer auch immer dieses Programm erstellt hat, hat doch einfach nur einen Schaden und macht einfach nur irgendwie wild aus seinem Keyboard zusammenklappert. Ja, das wird Hunden schon gefallen, weil wer weiß denn schon, was fucking Hunden gefällt. Also das ist so absurd, aber die Idee ist gut. Die Idee ist gut, aber für den Cutter, der irgendwie das Programm zusammenschneiden muss, tut mir auch ein bisschen leid. Soll ich dir noch 5 Sekunden länger auf dem Hund bleiben, der sich in der Luft dreht? Nee, schneid weg. Schneid weg. Und dann am Ende des Tages, Schatz, ich muss schon wieder Hunde schneiden. Oh nein, leg dich hin. Genau, weil wir da nicht auf die Tröte reiten. Nee, wir hatten schon 3 Tröten in der letzten Minute. Das ist nicht gut. Warum denn? Ja, gut, keine Ahnung, hau noch eine Tröte rein. So. Komplett ins Leere stochern. Diesen sich drehenden Knochen, der langsam in so kaleidoskopartig verschwimmt. Soll man drauf bleiben oder soll man lieber weggehen? Schneid weg, wir gehen auf die 1. Gott, auf die 1. Weg damit. Das ist ganz schön geil. Aber das ist schon geil. Für einen Zuschauerprogramm. Marktlücke, Fisch-TV. Podcast für Hunde. Fisch-TV. Ich glaube, für meine Fische damals wäre alles andere als der Blick in mein Zimmer besser gewesen. Allein die Vorstellung, du erstellst ein Programm für nicht mal dieselbe Spezies. Du hast keine keine Ahnung, ob das auch nur irgendwie ankommt, ob dein Zuschauer das überhaupt versteht. Ja, aber das ist Fernsehen ja auch. Das Fernsehen ja auch. Ja, das stimmt. ZDF, da machen mit 30er machen für Ende Fernsehen 80er. Für Ende 90er, die vom Fernsehen vegetieren und auch nicht mehr richtig leben. Und das ist wie eine andere Spezies. Auch Werbung für wie eine andere Spezies. Die man eigentlich auch DocTV zeigen könnte. Im Grunde macht es keinen Unterschied. Im Grunde Helene Fischer sich dreht und flackert oder irgendwie so eine Klingel oder so, ist egal. Im Grunde ist Helene Fischer DocTV, der DocTV for Professionals. Aber die Idee ist doch super gut, weil irgendwie, wenn du einen nervigen Hund hast, der ständig irgendwie durch die Gegend läuft und dir irgendwie dein Essen kackt oder so, sagst du, dann setz ihn einfach vor den Fernseher, da lernt er noch was, da kannst du auch Werbung platzieren, irgendwie gute Werbepartner. Welche Werbepartner? Ja, wir haben 2 Millionen Zuschauer. Frohlich. Und der Hund dreht dann immer durch, wenn er im Supermarkt das gleiche Logo sieht. Wie genau, gut, ey. Das ist total gut. Es ist total clever. Ich muss kurz meine Nase schneuzen. Aber glaubst du auch, man könnte irgendwie Fernsehen für Pflanzen oder sowas machen? Also wirklich jede Zielgruppe erschließen. Also ich glaube, der Menschenmarkt ist Pflanzen. Der Menschenmarkt ist zu, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Tele5, lassen wir es. Was wir versuchen, ist Fernsehen für A, Pflanzen, B, für Glas. Glas hat sehr spezielle Bedürfnisse. Glas? Auch krass. Aber auch PET-Flaschen zum Beispiel. Ja. FCKW, so ein Kühlschrank hat auch Bedürfnisse. Einfach so ein paar Sticker drauf oder sowas. Toast. Den ganzen Tag diese Toast, genau. Wie sieht ein Toaster von innen aus? Oder wie eine Waschmaschine von innen aussieht, finde ich auch geil. Da hat mal jemand, ich meine, eine Spülmaschine. Weißt du, wo man sich fragt, die Teller macht man dreckig rein und die sind den nächsten Morgen, kommen die sauber raus, wo du denkst, wie geht das eigentlich? Und da hat mal irgendwer eine GoPro da reingestellt, was eine einfache Idee, aber eine sehr geniale Idee ist. Total gute Idee. Und da kommt, hast du es gesehen? Da kommt so ein Arm unten raus, so Science-Fiction-artig, so Star Wars Episode 5 mäßig, kommt unten so ein Arm raus und dreht so drum und spritzt alles voll und abgefahren. Ja, total. Vor allem, also das war wirklich so ein Aha-Moment für mich, weil man sich wirklich noch nie Gedanken gemacht hat und so, what? Da hätte echt alles passieren können. Da hätten irgendwie kleine Roboterkreaturen mit Zahnbürsten rausspringen können, die alles sauber wischen. Hätte genauso gut passieren können. Ich sag, okay, gut, passt. Bin ich zufrieden mit, von mir aus. Ist DocTV nicht völlig willkürlich? Kann man denn nicht auch einfach so einen Postboten da, oder das ist doch völlig so null abgesteckt. Das ist doch voll unerforscht auch bestimmt. Ja, total. Absolut. Aber in der Waschmaschine ist ja kein Licht, oder? Also er musste auch noch ein Licht installieren, oder? Es ergibt ja keinen Sinn, das Zeug zu beleuchten. Das weiß ich nicht. Weil ist innen drin Licht auch. Du hast keine Ahnung. Wir haben alle keine Ahnung. Waschmaschinen innen drin, Spülmaschinen bleiben. Das ist komplett unerforschtes Gebiet. Nee, ist wahnsinnig unerforschtes Gebiet. Das ist ganz schön krass. Aber das könnte man bei mehreren Sachen machen. Zum Beispiel mal einen Kühlschrank. GoPro in den Kühlschrank. Was passiert da eigentlich so? Ob das Licht wirklich ausgeht? Das ist auch eine Frage, die geklärt werden muss. Oder Mikrowelle. Man kann reingucken, aber von innen drin haben wir uns auch noch nicht gesehen. Kann man rausgucken? Ja, gute Frage. Kann das Essen einen auch sehen? Kann das Essen rausgucken? Kann die lebende Katze, dem man die letzten Minuten leichter machen will, einen sehen, wenn man die Mikrowelle packt? Food TV, Fernsehen für Essen. Fernsehen für Essen. Abgefahren. Das Fernsehen ist anders als YouTube. Gibt's einen DocTV YouTube-Channel? Ich glaube nicht. Aber ich finde, man muss es weiterdenken. Das Fernsehen ist fortschrittlicher. Da sollte man hin. Wir sollten Tele5. Genau. Wir können Fernsehen nicht weitermachen, so wie es bis jetzt war. Wir brauchen eine komplette revolutionäre Idee, die alles auf den Kopf stellt. Ja. Falsch rum. Oder irgendwie so ein Fernseher, der auch noch vibriert. Zusatzfunktion. Ja, oder nur Ton einfach. Nur Ton, finde ich gut. Nur Ton und sehr billiges Stock-Footage. Was nicht passt, aber auch sehr psychedelisch ist. Stimmt, wir hatten ja auch mal die Idee, Audio-Stock-Footage zu produzieren und zu verkaufen, falls das mit dem Fernsehen nichts wird. Wir sind offen für alles. Und so lustige Sachen dann. Den Comedy-Podcast. Ich erinnere mich noch bei Fasching. Ich komme aus Bayern, da hieß es Fasching. Und da bin ich mal als Harry Potter gegangen. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe damals. Du bist als Dudley gegangen. Du bist unfreiwillig als Neville gegangen. Ich bin 364 Tage meines Lebens als Dudley gegangen. Aber am letzten wollte ich dann doch nochmal als Harry gehen, als Held der Geschichte. Harry. Und ich habe lange Harry Potter gesagt, weil du liest das Buch. Woher sollst du wissen, dass der Harry heißt? Mein Vater, der ist ablehnend, Englisch zu sprechen. Und er sagt, dieses Buch ist auf Deutsch geschrieben, also heißen die Namen auch auf Deutsch. Und habe ich ihn gefragt und er hat diese ganzen Dan Brown Bücher gelesen, übrigens auch an der Ostsee, als ich noch jünger war, am Strandkorb. Und dann steht auf der deutschen Fassung auch Dan Brown. Dan Brown hat die Bücher geschrieben und hat die gelesen und dann hat er die ganze Zeit gesagt, was heute passiert, was hast du gelesen? Ja, also Robert Langdon, der ist dann, Langdon ist durch die Stadt gelaufen und hat Rätsel gelöst. Das war immer Robert Langdon. Deswegen war es für mich ganz seltsam, die Filme zu sehen plötzlich, wo sie Robert Langdon gesagt haben, wo ich erstmal dachte, wow, ganz kurz, Filmschnitt. Das kennt man heute gar nicht mehr, wenn man einfach so mit PR-Material vollgeballert wird. Aber zum Beispiel, als die neue Konsole nach dem GameCube von Nintendo auf dem Markt war, ich habe die lange Yi genannt. Yi. Weil ich nicht wusste, wie man das ausspricht. Und weil du dich selber in Frage stellst. Ja, und irgendwann hieß es dann so wie und ich so, jo, ich bin Vollidiot. Ja. So sagt man dazu. Und ich habe früher als Kind habe ich dann viel zu früh für mein Alter habe ich diesen grauenvollen Roman Puls von Stephen King gelesen und der spielte halt die ganze Zeit in Massachusetts die ganze Zeit, bis ich irgendwann mal gesagt habe, wow, habe ich Leuten von meiner Geschichte erzählt, wow, und dann geht's um Handyverrückte und die haben alle so ein Signal gehört, sind alle auf Reset gesetzt worden und das ganze spielt in Massachusetts in den USA, kennt ihr vielleicht, wenn diese große Stadt, also das heißt Massachusetts. Das sind diese Dinge, die man dann liest nur, die kann man nicht lesen. Aber mir war es lange Harry Potter und dann irgendwann habe ich angefangen, die englischen Bücher zu lesen und Hermione. Bei mir war es Hermione und ich dachte mir, where the fuck is Hermione 2? Hermione 3? Hermione, einfach so, keine Chance. Alter. Ron, das ging jetzt nicht, ne? Ja, Ron ist schwierig falsch auszusprechen. Ron? Ne, ich dachte jetzt auch wegen One. Gibt's eigentlich so ein T-Shirt? Gibt's eigentlich Ron DMC? Und dann so Ron Weasley irgendwie so einen coolen Street-Style? Das Problem ist dass neben dem Ron DMC kein Gesicht mehr zu sehen ist. Also wäre das per se wahrscheinlich ein Gag der Unmöglichkeit. Okay. Ein weiterer Gag der Möglichkeit. Aber ganz kurz, ich wollte es nur abschließen. Ich war auf dem Fasching und habe mich als Harry Potter verkleidet. Aber man wusste nicht, wie Harry Potter aussieht. Also du wusstest jetzt nicht, wie die ganzen Uniformen aussehen und was die so für Sachen tragen. Weil das so früh war. Ja, genau. Also ich hatte nur das Buchcover. Und dieses Buchcover habe ich letztens auch wieder gesehen. So dieses uralte Buchcover, so mit diesem Comic-Harry. Mit diesem Gesicht, was sich immer so reinschiebt von unten. Richtig, das so die Fotobomb einfach. Man denkt immer nur, hallo! Man denkt immer nur, erst war das Foto da von diesem schönen Schloss und plötzlich kam einfach so ein Typ, der sich so aus dem Untergrund hochgeschoben hat plötzlich und dann da war. Aber und gut, dann haben die aus Versehen gemalt. So ein großes Panorama von so einem Schloss und Harry steht so ganz klein in einem Fenster und dann so ein Pfeil so, das ist der Protagonist. Weil es ist immer unrealistisch, dass der Protagonist ganz weit weg ist von der Akademie und dann so reinguckt. So. Auf jeden Fall sah ich total bescheuert aus. Ich hatte so einen Hexenhut auf, ich hatte so einen Glaszauberstab in der Hand, wo so Glitzer hin und her geflossen ist in dem Stab. Ich hatte einen Umhang auf, ich war irgendwie so als halbe Hexe geschminkt und so bin ich als Harry Potter gelaufen und irgendwann habe ich dann gemerkt, das kommt nicht an und habe immer gesagt so, hä, und dann haben alle Kinder gefragt, so, und was bist du? Und so, ja, das ist was aus Star Wars, aber das kennen nicht viele. Trottel. War unsichtbar. Unsichtbar. Jetzt irgendwann gemacht und weggegangen. Oh, auch nicht schlecht. Man braucht, um als Harry Potter zu gehen, eigentlich nur möglichst viele Tapeten. Oder Tapeten, gemusterte Umhänge, um dann möglichst überall, oder man kann ja, du weißt ja eigentlich, wo du, in welcher WG-Feier du landest am Ende. Einfach mal kurz vorher ein Foto aus der WG bei Facebook stalken, kleiner Tipp hier an der Stelle. Fasching-Tipp, kurz gucken, was haben die für eine Tapete und dann dementsprechend eine Decke besorgen und dann den Tarnumhang von Harry Potter umsetzen und dann sieht man dich nicht. Oder einfach kurz fragen, so könnt ihr mir kurz ein paar Bilder von euren Wänden schicken im Vorhinein. Ich habe da was ganz. Das ist generell auch immer eine gute Frage, aber diese Frage stellt man sich ja eh vorher. Die erste Frage, die ich stelle, nach wann kann ich kommen, ist, wann kann ich wieder gehen? Und die dritte Frage ist, was habt ihr eigentlich für Wände? Ja, übrigens für Leute da draußen, die es gar nicht wissen und die zu wenig Zeit haben, die ganzen Podcast-UFO-Folgen zu hören, es gibt mittlerweile einen YouTube-Kanal, der fast ausschließlich Best-of von Podcast-UFO-Folgen bringt. Dieser YouTube-Kanal heißt Tomb Raider-Fan. Ja, ist ein bisschen... Und er bringt Best-ofs der Podcast-UFO. Und das Magische an diesem Kanal ist, dass die Best-ofs, die da zusammengeschnitten wurden, länger sind als die eigentlichen Folgen des Podcast-UFOs. Was ganz interessant ist, wie das genau funktioniert, weiß ich bis heute nicht. Aber ich glaube, es heißt wirklich Tomb Raider. Der Fan könnt ihr jetzt alle mal gucken. Ja. Aber das ist führt ein bisschen in die falsche Richtung. Man denkt, das sind bestimmt Tomb Raider Videos und dann sind der Podcast-UFO-Folge. Genau, was denken denn die Leute? Tomb Raider Fan 1987 heißt diese. Zwei Fragen. Diese Person. 1987 ist das wirklich unsere Zielgruppe? Wann bist du geboren? 91. 91, okay. Ja. Dass Leute älter sind als wir, die unseren Podcast hören, uns beim Leben zuhören, finde ich ein bisschen befremdlich. Aber hört da mal rein, wir können ja vielleicht so eine das Podcast-UFO-Empfehlungsrunde machen. Also ich empfehle euch diese Woche Tomb Raider-Fan 1987. Hast du irgendwas, was du den... Ja, Funny or Die. Ja? Okay. Sonst noch irgendwas, irgendeinen Podcast, den du empfehlen kannst? Also? Nee, fällt mir gerade nichts ein. Alles klar. Fällt mir gerade gar nichts ein.